Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist 18 Uhr. Wir können langsam beginnen und ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zu einem Anlass, der eigentlich unter gleich mehreren Gesichtspunkten ein ganz freudiger ist. Zuerst einmal ist es die Feier eines herausragenden, zu Ehren eines herausragenden Akademiemitglieds. Es ist aber auch so, dass es eine der ersten Veranstaltungen ist, in der die Akademie wieder jene Gestalt annimmt, die sie eigentlich immer hatte, nämlich jene einer akademischen Gemeinschaft, die sich nicht reduzieren lässt auf Kacheln, die man an mehr oder weniger großen Leinwänden erkennen kann, sondern die darin besteht, dass eben gelehrte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftsinteressierte auch physisch zusammenkommen. Und zum Wesen einer Akademie gehört eben nicht nur Forschung zu betreiben und Forschung zu vermitteln, sondern eben auch Forscherinnen und Forscher zu feiern, die Großes geleistet haben. Und dafür sind wir heute Abend auch zusammengekommen und haben ein Format gewählt, ein Thema aufzugreifen, das dem Jubilar über viele Jahre hinweg sehr am Herzen gelegen ist und zu dem er auch in Monographieform ganz maßgeblich beigetragen hat zur Gestaltung und Ausgestaltung der Wissenschaft. Diskussion. Ich darf Sie also zu diesem Kolloquium zu Ehren von Herbert Matis begrüßen, der unserer Akademie lange Jahre als Vizepräsident gedient hat. Sein wissenschaftliches Werk wird aus berufenerem Munde von unserem Vizepräsidenten Arnold Zuppan noch gewürdigt werden. Aber vielleicht darf ich auch aus der Sicht der Akademie und auch der Klasse besonders betonen seine Verdienste um die Erforschung der Geschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, begonnen auch mit dem sicher dunkelsten Kapitel in der Vergangenheit dieser Institution in den Jahren 1938 bis 1945, um deren kritische Beleuchtung und Ausleuchtung sich Herbert Matis sehr verdient gemacht hat, bis hin zu der großen Akademiegeschichte, die rechtzeitig zum Jubiläum, zum 175-Jahr-Jubiläum unserer Akademie gemeinsam verfasst mit unserem Vizepräsidenten Arnold Zuppan demnächst vorliegen wird. Ich darf besonders begrüßen unseren Altpräsidenten Hans Tuppi, unsere Präsidialmitglieder Georg Brasseur und Arnold Zuppan. Auf der Liste sehe ich sehe Sie jetzt noch nicht im Saal, Christiane Wendehorst, den Altpräsidenten Herbert Mang selbstverständlich auch ganz herzlich willkommen und auch alle diejenigen, die uns zugeschaltet sind, die online hier teilnehmen werden. Wie gesagt, Vizepräsident Zuppan wird den Jubilar in seiner wissenschaftlichen Bedeutung noch eigens vorstellen. Deswegen möchte ich mich auf ein paar Worte zum heutigen Kolloquium Digitalisierung, Mensch und Gesellschaft beschränken. Es stützt sich der heutige Abend auf eine Veranstaltungsreihe oder erfolgt im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die konzipiert worden ist von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zum Thema der Digitalisierung, um die sich besonders unser früherer Vizepräsident Michael Allram verdient gemacht hat, an der ich ab und zu auch teilgenommen habe und an der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mitglieder der Akademie aus verschiedenen Disziplinen Themen erarbeitet haben zu Fragen, die unsere Gesellschaft ja im Innersten bewegen. Das Ziel ist es, einen wissenschaftsbasierten Dialog einzuleiten, Wissenschafts- und Wissensvermittlung und gesellschaftlichen Diskurs hier zu verbinden zu den Themen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in ihren Möglichkeiten und Auswirkungen auch auf das Individuum als kleinste Einheit unserer Gesellschaft. Wir planen eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die sich Kernfragen der Digitalisierung widmen werden, also inwiefern Digitalisierung zum Beispiel der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen dienen kann, in der Medizin zum Beispiel, wie auch die Patientenperspektive eingebracht werden kann in die digitale Medizin, was die Digitalisierung auch bedeutet für Bildung und Demokratie und wie generell ein Leben gestaltet wird, ein gesellschaftliches Leben in einer digitalen Zukunft. Hier wird ein Schwerpunkt gelegt auf die aktive Gestaltung der digitalen Transformation und eben auch einer der
wesentlichen Ziele der Akademie, hier in einen wissensbasierten Austausch zu treten mit der Gesellschaft, um auch über die Risiken, aber auch die Vorteile dieser großen Transformation zu sprechen. Wichtig ist auch, das ist ja auch eine der wesentlichen Strategien der Akademie, derartige Veranstaltungen nicht nur hier in Wien durchzuführen, sondern eben auch in den verschiedenen Bundesländern. Ich darf schon verweisen auf die nächsten Veranstaltungen, die im Rahmen dieser Digitalisierungsdebatte stattfinden werden. Das ist ein Workshop am 15. November zum Thema Nachhaltigkeit und Energie. Und auch ein Panel mit Abendvortrag zum Thema geschlechtsbasierten Ein- und Ausschlüssen in digitalen Technologien. Ich freue mich jetzt, meinem Kollegen Arno Strohmeier, der uns durch den Abend führen wird, das Wort zu übergeben. Und er wird uns auch jetzt die weiteren Programmpunkte vorstellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem für Ihr Interesse an der Debatte des heutigen Abends und freue mich auf eine schöne akademische Feier für Herbert Matthies. Ja, lieber Herr Klassenpräsident, vielen Dank für Ihre einleitenden Worte. Ich möchte mich auch gleich am Anfang bei Michael Alram bedanken, der in seiner Funktion als Vizepräsident ganz maßgeblich daran Anteil gehabt hat, dass es dieses Kolloquium Digitale gibt und auch seine schützende Hand über die heutige Veranstaltung gelegt hat. Ja, ich möchte auch alle Gäste hier ganz herzlich begrüßen namens des Programmkomitees. Das sind die Personen, die quasi die Idee zu diesem Thema gehabt haben. Das waren meine Kollegen Matthias Kamersin und Georg Vogler, die gemeinsam mit mir dieses Konzept entwickelt haben. Ich werde beide noch im Laufe des Abends heute näher vorstellen. Ich selber bin Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Salzburg. Ich bin Direktor eines Instituts der Akademie, des Instituts für die Forschung der Habsburger Monarchie und des Balkanraumes und auch korrespondierendes Mitglied der ÖAW. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Universitäten Graz, Universität Salzburg und Universität Klagenfurt statt, sowie mit dem Forschungsnetzwerk Human Factor and Digital Transformation der Universität Graz. Ich werde Ihnen jetzt ganz kurz in ein paar Minuten das Thema des heutigen Abends skizzieren. Worum soll es gehen? Die Digitalisierung, ein Medienumbruch unter vielen. Wir leben in einer Zeit umfassenden Wandels, beschleunigten Wandels, vielleicht sogar an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Das Bewusstsein, dass eine Epoche zu Ende geht, etwas Neues beginnt, ist jedenfalls weit verbreitet und hat sich wohl durch die Corona-Krise noch einmal verschärft. Der Verlauf dieses Wandels und sein Ergebnis, also wie die Welt künftig sein wird, ist jedoch schwer abzuschätzen. Der deutsche Philosoph Hermann Lübbe sprach in diesem Zusammenhang vom Zukunftsgewissheitsschwund. Ein, wie er es formulierte, Bestandteil der Missbefindlichkeitsunkosten, die wir für die moderne Zivilisation zu zahlen hätten. Missbefindlichkeitsunkosten sind Orientierungslosigkeit oder Orientierungsschwierigkeiten, Unsicherheit, Angst und Ungewissheit über die Zukunft. Neben dem Klimawandel ist die Digitalisierung dafür maßgeblich verantwortlich. Sie erfasst alle Lebensbereiche und bewirkt einen Fundamentalwandel, den wir tagtäglich vor Augen geführt bekommen. Mit ihr untrennbar verbunden sind neue Medien wie Computer, Tablet, Smartphone, die quasi alle gesellschaftlichen Bereiche erfassen, unsere Sprache verändern und ja auch unser Denken. Der Wandel findet in plakativen Schlagwörtern einen Ausdruck, hinter denen jeweils sehr komplexe Prozesse mit weitreichenden Folgen stehen. E-Mail, Fake News, Shitstorm, Überwachungskapitalismus, Twitter-Präsident oder Chat-Protokoll. Dieser Medienumbruch ist nicht der erste. Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg um 1450 führte ebenfalls zu Medieninnovationen mit weitreichenden Folgen. Zu den wichtigsten zählen neben dem gedruckten Buch Flugblätter, also Einblattdrucke, meist eine Kombination von Text und Bild, die neue Nachrichten über alles verbreiteten, was interessant war. Und das war quasi denkbar viel. Und die haben sich wie im Flug verbreitet. Sie führten zu einer Medialisierung der Politik und schufen neue Formen politischer Öffentlichkeit. Ähnlich funktionierten die umfangreicheren, stärker textbasierten und in der Regel etwas kleineren Flugschriften. Der erste, der sich die neuen Medien politisch sehr umfangreich zu nutzen machte, war Kaiser Maximilian I., der mit ihrer Hilfe bei wichtigen Ereignissen für sich Stimmung zu machen suchte, etwa bei Reichstagen oder bei der Königswahl.
Zu einem frühen Medienstar wurde Martin Luther, der erfolgreichste Autor seiner Zeit, der rasch lernte, die neuen Medien einzusetzen. Zusammengefasst kann man sagen, keine Reformation ohne Buchdruck. Die politische Brisanz der neuen Medien führte alsbald zu Versuchen, sie zu kontrollieren. Die Zensur kam auf. Der Buchdruck veränderte auch die Wissensvermittlung. Die Gelehrten konnten sich nun besser vernetzen. Neue sozialen Schichten erlangten Zugang zu Wissen. In der Anerkennung seiner Bedeutung, der Bedeutung seiner Erfindung, wurde Gutenberg deshalb als Man of the Millennium bezeichnet. Zu einer weiteren grundlegenden Veränderung der Medienlandschaft kam es in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert mit dem Aufkommen von Film, Grammophon und Telefon. In der Literatur ist diesbezüglich von der massenmedialen Sattelzeit die Rede, da diese Medieninnovationen Eingang in die zeitgleich entstehende populäre Massenkultur gefunden hätten. Dem vorangegangen war die Erfindung des Telegrafen, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Motor der Globalisierung entwickelt hatte. Aus dem drahtlosen Telegrafen wurde das Radio. Auch diesmal führten die neuen Medientechniken zu einer umfassenden Veränderung des Lebens. Und wieder gab es Personen, die den Zug der Zeit rasch erkannten und entsprechend zu nutzen wussten. Queen Victoria wird deshalb in der Literatur als First Media Monarch bezeichnet oder Kaiser Wilhelm II. Als erster Medienmonarch. Kann dieser Blick zurück zu einem besseren Verständnis des gegenwärtigen Medienumbruchs führen? Welche Schlussfolgerungen erlauben Parallelen? Damit ist das Thema unserer heutigen Veranstaltung genannt. Es rührt an das Grundverständnis der Geschichte als Orientierungswissenschaft, die helfen soll, durch Sinnbezüge zur Vergangenheit das Hier und Jetzt besser zu verstehen. Offen ist das Verhältnis zur Zukunft. Kennt man die Zukunft, wenn man die Vergangenheit erzählt bekommt? Das wird Konfuzius zugeschrieben. Oder ist man verdammt, die Geschichte zu wiederholen, wenn man sich ihrer nicht erinnert? George Santayana. Oder macht die Geschichte zwar nicht klug für einmal, aber weise für immer? Jakob Burckhardt. Oder hat Hubert von Geusern recht? Das Radl trat sie euwe weiter, aber selten wär man gescheiter. Vergleichen bedeutet nicht gleichsetzen, sondern Erkenntnisgewinn durch die systematische Suche nach Ähnlichkeiten und Unterschieden. Das ist über Epochen hinweg allerdings nicht ganz unproblematisch. Vorsicht vor einfachen Parallelisierungen, denn nicht nur Medien prägen ihre Umwelt, auch umgekehrt. Die jeweilige Umwelt prägt die Medien und diese Umwelt war also nicht immer dieselbe natürlich. Deswegen muss man kontextualisieren. Um diese Frage nun zu diskutieren, haben wir einen Kreis von Spezialistinnen und Spezialisten eingeladen. Und ich erkläre Ihnen jetzt kurz, wie der folgende Abend stattfinden wird. Zunächst werden Herbert Nathis und Matthias Kammersin jeweils rund 15-minütige Impulsvorträge zu dem Thema halten, wobei Herbert Nathis durch Vizepräsident Suppan vorgestellt werden wird, Matthias Kammersin durch mich. Im Anschluss daran startet die Podiumsdiskussion mit drei Kurzkommentaren von Stefanie Averbeck-Lietz, Wolfgang Behringer und Gabriele Haug-Moritz. Die werden dann entsprechend von mir vorgestellt. Und an dieser Podiumsdiskussion nimmt auch Georg Vogeler teil, der als Mitglied des Komitees sozusagen bei der Konzeption mitgewirkt hat. Den werde ich dann bei der Gelegenheit auch vorstellen. Schlussendlich wird dann die Diskussion für Fragen aus dem Publikum geöffnet. Ich möchte auch alle Teilnehmenden, die Veranstaltung streamen, daran erinnern, dass es die Möglichkeit gibt, Fragen über den Chat zu stellen und wir dann auch entsprechend die Chat-Fragen in die Diskussion einbinden werden. Abschließend sind dann alle Anwesenden zum Empfang in der Aula eingeladen. Ja, und nun, Herr Vizepräsident Suppan, bitte sehr, Sie sind jetzt am Wort. Sehr geehrter Herr Kollege Mathis, lieber Herbert, einer guten Tradition unserer Akademie folgend, ist es uns eine große Ehre und Freude, dir zum bevorstehenden und jetzt schon einige Zeit zurückliegenden 80. Geburtstag alles erdenklich Gute zu wünschen. In Zeiten einer noch immer nicht überwundenen Pandemie wünschen wir dir und deiner Familie vor allem die beste Gesundheit. Du kannst mit berechtigtem Stolz auf einen sehr erfolgreichen Lebensweg zurückblicken. Unter der väterlichen Führung von Professor Alfred Hoffmann absolviertest du das Geschichtsstudium und wurdest 1965 mit einer bemerkenswerten Dissertation über die Manufaktur und frühe Fabrik im Viertel unter dem Wienerwald, eine Untersuchung der großbetrieblichen Anfänge vom Zeitalter des Merkantilismus bis 1848, promoviert.
Im Zweitfach Geografie hattest du mit einem ähnlichen Thema bei Elisabeth Lichtenberger, einer uns allseits bekannten einem ehemaligen wirklichen Mitglied unserer Akademie, mit Auszeichnung realisiert. Aus einer Seminararbeit bei Günter Hamann resultierte die Monographie Hernán Cortés, Eroberer und Kolonisator, die bereits 1967 in Göttingen publiziert wurde. Nach einigen Assistentenjahren beim Wirtschaftshistoriker Alois Brusatti an der Hochschule für Welthandel legtest du schon 1971, also im Alter von 30 Jahren, eine Habilitationsschrift vor, die 1972 bei Duncker und Humblot veröffentlicht wurde. Dein Buch Österreichs Wirtschaft 1848 bis 1913, Konjunkturelle Dynamik und gesellschaftlicher Wandel im Zeitalter Franz Josefs, über die beachtliche wirtschaftliche Entwicklung der Habsburger Monarchie in der Franzisko-Josephinischen Ära, verschaffte dir breite kollegiale Anerkennung. Von Alice Teichowa in Cambridge über Barry Eichengreen in Berkeley und David Good in Minneapolis bis zu Ivan D. Behrendt und Jörg Ranke in Budapest sowie Nachum D. Gross in Jerusalem. Dieses Buch ermöglichte dir sofort auch die Wahl zwischen Professuren in Salzburg und Wien. Du entschiedest dich für die Wiener Hochschule für Welthandel, wo du 1972 im Alter von 31 Jahren zum ordentlichen Professor bestellt wurdest. Trotz späterer Rufe an die Universitäten Wien und Frankfurt am Main bliebst du deiner 1975 zur Wirtschaftsuniversität umgewandelten Hochschule bis zu deiner Emeritierung 2009 treu. Bereits 1973 hast du den grundlegenden Beitrag Leitlinien der österreichischen Wirtschaftspolitik gemeinsam mit Karl Bachinger und einen noch umfassenden Artikel über Österreichs industrielle Entwicklung veröffentlicht, die beide im Band 1 der neuen Akademiereihe Die Habsburger Monarchie 1848 bis 1918 erschienen. Hinsichtlich der Industriepolitik skizziertest du die retardierenden Vorbedingungen für den Industrialisierungsprozess im Kaisertum Österreich. Du erläuterst die logistisch-administrativen Neuerungen im Neoabsolutismus, wie auch die Schaffung eines einheitlichen Zollgebietes 1851 und wiesest auf den Durchbruch des Wirtschaftsliberalismus und die Bedeutung des wirtschaftlichen Ausgleichs mit Ungarn 1867 hin. Gültigkeit bis in unmittelbare Gegenwart erlangte dein Satz, ich zitiere, in Österreich bestimmte seit jeher in besonderem Maße der Finanzminister den Kurs der Wirtschaftspolitik. Ende des Zitats. Deine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Alice Teichowa an der University of Cambridge entsprang an mehrere Publikationen, etwa der international hochrangige Sammelband International Business and Central Europe 1980 bis 1939. Dein grundlegender Beitrag wies auf die meist negativen wirtschaftlichen Konsequenzen der nationalstaatlichen Aufteilung der Habsburger Monarchie hin. Durch die neuen Zollgrenzen, durch die Trennung zwischen den böhmisch-mährischen Kohlengruben und dem steirischen Erzberg, durch die Trennung zwischen den böhmisch-mährischen Webereien und den österreichischen Spinnereien, vor allem auch durch die Trennung zwischen den Wiener Großbanken und ihren Aktiengesellschaften in den verschiedenen Nachfolgestaaten. In einem 1995 veröffentlichten Beitrag konntest du die Probleme von fehlenden Absatzmärkten nach 1918 auf unterbrochene Schienenwege, auf Behinderungen durch Zölle und unterschiedliche Währungen hinweisen. Mit Recht kritisiertest du die weit verbreitete Tendenz, die neu gewonnene Souveränität außenwirtschaftlich durch das Verlangen nach größtmöglicher Autarkie zu unterstreichen. Als die große Depression auch Mitteleuropa erfasste, stießen zwei rivalisierende Mitteleuropa-Konzeptionen aufeinander. Die von Friedrich Naumann bereits 1915 entworfene Mitteleuropa-Idee unter Führung Deutschlands und der von Frankreich inspirierte Plan einer Donauföderation, formuliert von André Tardieu. Bereits in den 1970er Jahren verfasstest du mit Karl Bachinger eine Synthese zum österreichischen Schilling. In den 1990er Jahren mit Dieter Stiefel, der erfreulicherweise auch hier anwesend ist, einen Überblick zur Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert. Bereits 1988 hast du
mit deinem Kollegen Leonhard Bauer im Verlag DTV die wirtschaftlichen Theorien und wirtschaftspolitische Praxis verbindende Überblicksstudie Geburt der Neuzeit vom Feudalsystem zur Marktgesellschaft veröffentlicht. Im Jahre 2009 publiziertest du mit Karl Bachinger ein Standardwerk zu den Entwicklungsdimensionen des Kapitalismus. Hierfür analysiertest du die klassischen sozioökonomischen Konzeptionen und Analysen von Adam Smith, Friedrich List, Kaname, Akumatsu, Karl Marx, Max Weber, Josef A. Schumpeter, Nikolai Kondratjew und Immanuel Wallerstein. Die hohe Anerkennung, die du auch an deiner Universität erworben hast, kam besonders in deiner Wahl zum Rektor der nunmehrigen Wirtschaftsuniversität für die Jahre 1983 bis 1985 zum Ausdruck. Im Verlauf der nächsten Jahrzehnte begleitest du weitere zentrale Funktionen in der österreichischen Wissenschaftspolitik, so als Vorsitzender des Professorenverbandes, als Kuratoriumsmitglied des FWF, als Vizepräsident des FWF, als Geschäftsführer des Kardinal-Innitzer Studienfonds und als Vizepräsident unserer Akademie zwischen den Jahren 2003 und 2009. Für deine wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Leistungen hast du viele hohe und höchste Auszeichnungen erhalten, so das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse und das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Als Vizepräsident unserer Akademie hast du gemeinsam mit den Präsidenten Herbert Mang und Peter Schuster sowie Generalsekretär Herwig Friesinger und Sekretär Georg Stingl den mehr als schwierigen Umstieg von einer ÖAW, die mehrheitlich aus Kommissionen bestand, zu einer Akademie, die nun immer stärker auf große und mittlere Forschungsinstitute setzte, zu bewältigen. In deiner Ära wurden die um 2000 gegründeten drei großen Life Sciences Institute, IMBER, CEM und GMI, organisatorisch und administrativ gefestigt, sowie das Equoque in Innsbruck und Wien und das RICAM in Linz gegründet. Neugründungen waren auch die Institute für Iranistik, Mittelalterforschung, interdisziplinäre Gebirgsforschung, GI Science, europäisches Schadenersatzrecht, europäische Integrationsforschung sowie das Geowissenschaftliche Zentrum. Darüber hinaus hast du gemeinsam mit Generalsekretär Friesinger die vielen Kommissionen der philosophisch-historischen Klasse neu geordnet und neue Zentren geschaffen, die 2012-13 in größere Institute umgewandelt werden konnten. Lieber Herbert, im Namen des Präsidiums der ÖAW und im Namen aller Mitglieder und Mitarbeiter der Österreichischen Akademie spreche ich dir unseren großen Dank aus für deinen großartigen Einsatz zum Wohle unserer Forschungsinstitution. Mit unseren allerbesten Wünschen für viele weitere Jahre in Gesundheit und Schaffenskraft wünsche ich dir nach alter polnischer Tradition 100 lat, 100 Jahre. Herzlichen Dank. Ich bitte dich nun zu deinem Impulsvortrag, die Anfänge des digitalen Zeitalters, eine historische Perspektive. Bitte, Herbert. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin beschämt. Ich muss sagen, die Anberaumung dieser Festveranstaltung war für mich eine große Überraschung. Ich habe vor ungefähr 1,5 Monaten die Zuschrift bekommen vom Präsidium, dass das beabsichtigt ist. Und es hat mich ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, weil aus meiner Sicht sind 80 Jahre zu werden nicht unbedingt ein großer Verdienst, sondern man muss dankbar dafür sein, dass man das einigermaßen gesund erlebt und nicht von Krankheiten heimgesucht ist. Also man muss bescheiden bleiben, glaube ich. Aber dann sehr vielen herzlichen Dank für die netten Worte. Und ich habe mir gedacht, den Schwerpunkt meines Kurzvortrages auf ein Thema zu legen, wo ich einigermaßen mich firm gefühlt habe, wo ich selbst einmal publiziert habe dazu, nämlich die Geschichte des Computings.
Der Begriff digitale Revolution steht heute im Mittelpunkt sehr vieler Diskussionen. Und man versteht darunter eben die durch Digitaltechnik und Computereinsatz ausgelöste umfassende Transformation, die schon mehrfach heute angesprochen wurde, die ungefähr seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts einzusetzen begann und seither auf nahezu alle Lebensbereiche einen nachhaltigen Eindruck ausgeübt hat. Die heutige Veranstaltung fokussiert auf den digitalen Wandel der Medien. Darüber wird ein Berufener noch sprechen, Matthias Kammersin. Ich möchte in meinem Kurzvortrag den Schwerpunkt auf eine historische Perspektive legen, nämlich auf die Frage, was ermöglicht überhaupt diese Digitalisierung und was hat sie für eine Vorgeschichte? Was versteht man überhaupt unter Digitalisierung? Kurz gesagt, die Umwandlung von analogen Informationen, seien es in Form von Worten, Zahlen, Bildern, Musik etc. in digitale Signale. Was heißt das? Informationen werden dabei in Binärzahlen umgewandelt, also in 0, 1, wahr, falsch, Notierung. Und das erlaubt es, diese digitale Notierung, alle Daten hier auf ein gleiches Format zu bringen und damit einer elektronischen Datenverarbeitung zugänglich zu machen. Das sind geistige Vorleistungen, die dahinter stehen, dass man überhaupt so weit kommt. Und das hat eine doch interessante, lang zurückreichende Vorgeschichte. Ich hoffe, es funktioniert. Also werde, das ist ungefähr das Programm. Was bedeutet Digitalisierung? Das habe ich schon gesagt. Digitalisierung als ökonomischer Leitsektor angesprochen. Ein paar Worte zur Etymologie des Ganzen. Und was sind die Voraussetzungen für die Digitalisierung? Ich möchte ganz kurz, wirklich nur an Betracht der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, auf die sogenannte Turing-Architektur eingehen und die von Neumann-Architektur, die grundlegend dann überhaupt für die Computer wurden. Und dann ein paar Worte noch über die vernetzte Welt und den Digital Lifestyle und die informationstechnische Zäsur, die damit verbunden sind. Also das ist so das Programm, habe ich schon gesagt, Digitalisierung, was das bedeutet, die Umwandlung in Binärzahlen und das habe ich auch schon gesagt. Was wichtig ist, dass der digitale Wandel auch als ein Leitsektor im wirtschaftlichen Sinne wirkt. Ich habe versucht, das in Form einer Grafik darzustellen, die sogenannten langen Wellen der Konjunktur, die sogenannten Kontradiff-Zyklen. Und Sie sehen am Beginn der Industrialisierung Dampfmaschine, dann Eisenbahn, Elektrizität, chemische Industrie, Automobil, Atomindustrie. Dann kommen wir zu unserem Thema eigentlich, die Mikroelektronik. Und vielleicht heute nimmt eine ähnliche Position in dieser wirtschaftlichen langfristigen Entwicklung die Mikrobiologie ein, wo also die entscheidenden Innovationen gesetzt werden. Die heutigen Computer können also wesentlich mehr als das, was am Beginn steht, nämlich sie speichern, verwalten und verarbeiten Daten in verschiedenster Form und sie produzieren digitale Texte, Töne, Bilder, sie managen unsere elektronische Post, sie verbinden über Netzwerke uns mit der ganzen Welt eigentlich und sie steuern Maschinen, medizinische Operationsroboter, sie lenken Autos. Heute merken wir das, wenn also etwa die Erzeugung von Mikrochips ausfällt, welche Probleme das verursacht. Schiffe, Flugzeuge, Raketen und so weiter. Das heißt, der Computer ist heute
ein Gerät geworden, das das menschliche Leben, die Arbeits-, die Freizeitgesellschaft in relativ kurzer Zeit so dramatisch verändert hat, wie wohl kein anderes, wie das der Computer getan hat. Ich möchte ein paar Worte zur Etymologie sagen, auch woher kommt das Ganze. Digitalisierung leitet sich auch von der lateinischen Nomen digit, das heißt Finger, oder vom englischen digit, Ziffer, Zahl. Das hängt damit zusammen, dass man die Finger der menschlichen Hand sehr früh zum Zählen benutzt hat und auch um mit verschiedenen Fingerpositionen Zahlen anzuzeigen. Sie sehen also hier ein Beispiel dafür, wie man also signalisiert hat. Es war ganz praktisch im Handel. Wenn man die Sprache nicht verstanden hat, so hat man zumindest mit den Fingern die Zahlen anzeigen können, um die es sich handelt. Und es ist ganz interessant, dass also dieser Ausdruck dazu führt, dass es übernommen wurde auch für die Digitalisierung als Grundaussage. Und man hat seit der Antike, da gibt es mehrere Belege dafür und Sie können auch im Internet nachsehen, wie das Ganze funktioniert hat, Methoden entwickelt, um mit Hilfe der Finger einfache Rechenoperationen durchführen zu können. Das ist ganz interessant, wenn Sie das an meinem Computer nachschauen. Im World Wide Web haben Sie die Information dazu. Computer hingegen, der zweite zentrale Begriff, kommt von einem lateinischen Verbum, computare, das bedeutet auch zusammenrechnen und an den Fingern abzählen, also wieder kommen die Finger ins Spiel. Und man hat etwa im 17. und 18. Jahrhundert als Computer Mathematiker bezeichnet, die Routineaufgaben erfüllt haben, etwa Logarithmentafeln berechnet, ballistische, nautische, astronomische Tafeln berechnet hat. Und es steht auch im Computereinsatz am Beginn die Bewältigung von Routineaufgaben. Die ersten Computer haben genauso auch Routinen abgearbeitet. Es ist so, dass wie alle Errungenschaften des menschlichen Geistes, auch die modernen elektronische Datenverarbeitung, eine relativ lange Vorgeschichte hat. Einerseits die technische Entwicklung in Richtung von Maschinen, also die Hardware, wie wir heute sagen, und auf der anderen Seite die Entwicklung von Algorithmen und Computersprachen, also das, was man als technische Umsetzung in Form der Software bezeichnet. Und ich möchte als den eigentlichen Vorläufer der Digitalisierung den Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz hier nennen, der ja auch Pläne hatte, eine Akademie der Wissenschaften in Wien einzurichten, die aber leider nie realisiert werden konnten. Was hat Leibniz gemacht? Er hat vor allem in zwei Publikationen einerseits den Begriff der Binärzahlen geprägt und Sie sehen also hier aus einer dieser Veröffentlichungen, wie er also die Zahlennotierung in Binärzahlen umgewandelt hat. Und das Zweite, was er auch gemacht hat, er hat gedanklich eine sogenannte Dualmaschine bereits sich vorgestellt, die mit Hilfe der Binärzahlen und das schon um 1680 herum, also Rechenlösungen anbieten sollte. Eine zweite Seite, ja, ein kleiner Vorgriff, das Ganze rund 200 Jahre später, George Boole, der englische Mathematiker, schafft also hier mit seiner Publikation The Mathematical Analysis of Logic 1847, wo also auch die binäre Notierung verwendet, eigentlich die Grundlage für den modernen Computer, alles noch gedanklich, ja, noch nicht umgesetzt.
Wer ernsthaft, ja, das kann man, glaube ich, übergehen. Ich möchte nur sagen, die Vorstellung des Automaten, das hat natürlich eine geistige Grundlage in einem mechanistischen, philosophischen Weltbild, auf das ich hier nicht eingehen kann. Den deutlichsten Ausdruck hat das in der Publikation L'Homme Machine gefunden, von Jean-Offroy de la Mettrie, 1748, und wo er den Menschen als Automaten sich vorstellt. Und was sind Automaten? Das sind programmgesteuerte, mechanistische Abbilder menschlicher Fähigkeiten. So könnte man es definieren. Ein weiterer, Programmsteuerung, da geht es also um die Transformation eines Zeichens in binäre Notierung, und die dabei angewandten Regeln werden als Algorithmen bezeichnet. Bereits die über Stachelwalzen programmgesteuerten Automaten des 18. Jahrhunderts, Musikautomaten etwa, Sie sehen hier ein Beispiel, Sie kennen das alle, nehmen also diese Probleme der programmgesteuerten Automaten vorweg. Ein zweites Gebiet, wo das Anwendung findet, wo automatische Prozesssteuerung erfolgt, die über Lochkarten erfolgt, sind die mechanischen Seidenwebstühle, wie sie etwa Jacquard in Frankreich entwickelt hat, wo also über Lochkarten, das funktioniert bis heute so, ja, Jacquard-Gewebe hergestellt werden. Und die Lochkartensteuerung ist eigentlich das erste Speichermedium, das dann auch später beim Computer und den Tabellierungsmaschinen der Frühzeit zum Einsatz kommt. Ein sehr interessantes Beispiel für einen Ansatz, wie man eine derartige bereits als Computer verstandene Maschine konstruieren wollte, ist die Analytical Engine von 1864 vom Engländer Charles Babbage. Möchte auch seine Lebensgefährtin Ada Byron, die Tochter von Lord Byron Lovelace, erwähnen, die als erste Programmiererin angesehen wird, weil sie sich also hier sehr bewährt gemacht hat. Und diese Analytical Engine scheiterte zwar an der mechanischen Umsetzung, weil man die feinmechanischen Kenntnisse noch nicht hatte damals, aber man hat dann im Natural Science Museum in London einen Nachbau gemacht, und der sehr wohl funktioniert hat. Es war von einer kleinen Dampfmaschine angetrieben, Lochkarten gesteuert, wobei die Lochkarte sowohl als Steuerungsmedium als auch als Speicher funktioniert hat, also Datenspeicher. Und das hat dann wirklich später funktioniert, aber zu seiner Zeit konnte das noch nicht verwirklicht werden. Wie geht das Ganze weiter? Hermann Hollerith hat 1884 eine Lochkarte verwendet, um Tabulierungsmaschinen zu steuern. Also Sie sehen die Geräte, die dazugehören, einen Lochkartenleser, Lochkartensortierer und den Locher. Und damit hat man es tatsächlich geschafft, und ich erinnere mich noch an meine Anfänge 1965 im IHS, also im Institut für höhere Studien in Wien. Wir haben alle mit diesen Tabulierungsmaschinen noch, über Nacht ist das gelaufen, hat man gerechnet. Und das Ganze war natürlich irgendwo begrenzt, aber es ist, so sieht also dann die moderne Lochkarte aus, ist eine Weiterentwicklung. Und er hat eine Firma gegründet, 1911, die auch zum ersten Mal den Titel Computing, Tabulating and Recording Company im Titel führt. Und daraus ist dann die nicht unbekannte Firma International Business Machines 1924 entstanden, die also heute als IBM bekannt ist. Also das ist eine direkte Fortführung eigentlich dieser Tabulierungsmaschinen. Nur ganz kurz zu dem Konzept von Alan Turing, ein englischer Mathematiker.
der eine These formuliert hat, die sehr bekannt wurde, 1936-37, jedes Handeln, das einer klaren Vorschrift folgt, kann auch von einer Maschine ausgeführt werden. Die sogenannte Turing-Maschine basiert bereits eigentlich auf dem Gedanken eines programmgesteuerten Rechners mit einem universellen Speicher, wo sowohl Daten als auch Programme abgelegt werden. Und damit ist eigentlich schon das Konzept vorweggenommen, das dann später auch bei dem sogenannten von Neumann Architektur Verwendung gefunden hat, nämlich die Äquivalenz von Daten und Programmen, dass also beides in einem Speicher abgelegt werden kann und dann Schritt für Schritt die Aufgaben erledigt werden können. Mit dieser Architektur sind eigentlich alle späteren Computer aufgebaut. Das Ganze schaut so aus, wie das auch grafisch darstellbar ist. Historisch unterscheidet man mittlerweile je nach dem Speichermedium mehrere Computergenerationen. Zunächst die über Lochkarten gesteuerten in den 1880er Jahren, Hollerith-System. Dann kommen Mitte der 1940er Jahre die sogenannten Relais-Rechner auf, wo das Speichermedium über Relais abgewickelt wird. Dann etwa Ende der 50er Jahre bis dahin kommen Elektronenröhrencomputer auf, mit dem großen Nachteil, die brennen natürlich relativ bald durch, entwickeln große Hitze und es sind Computer, die ganze Säle füllen. Also wenn Sie sich etwa die ersten anschauen, da ist das nicht ausreichend. So lange ist diese Computerarchitektur bei den Relais- und Elektronenröhrencomputern. Eine Zäsur sind die 1960er Jahre, wo die Transistoren, die ersten integrierten Schaltkreise aufkommen. Also das ist hier erkennbar. Und dann der Durchbruch mit hochintegrierten Schaltkreisen seit Anfang der 1970er Jahre und dann weiter die auf Halbleitertechnologie beruhenden Mikrochips seit den 1980er Jahren. Mittlerweile geht die Entwicklung noch weiter, immer mehr in Richtung Miniaturisierung. Und diese Miniaturisierung ist eigentlich der entscheidende Schritt gewesen, dass Computer überhaupt als Personalcomputer gebaut werden konnten, Laptops, Mobiltelefone mit einem Vielfachen der Rechnerleistung vorheriger Computergenerationen. Dabei spielt also das sogenannte Mooresche Gesetz eine Rolle. Sie sehen oben diese Speichermedien noch einmal alle aufgezeichnet. Und dieses Mooresche Gesetz sagt aus, dass die Anzahl der Transistoren, die in einem integrierten Schaltkreis festgelegter Größe passen, sich etwa alle 2 Jahre verdoppeln. Und bis heute hält das eigentlich an. Also die Mikrochips werden immer leistungsstärker, immer kleiner und können heute also in vielfacher Form verbaut werden, wenn Sie Ihre digitale Straßenbahnkarte haben oder was immer. Ja, das sind also, müssen Sie sich vorstellen, ein Vielfaches der Rechnerleistung, die also etwa, so schaut der Herr Moore aus, einer der ersten Computer, also verschiedene Computergenerationen, der Mark I in Harvard, das ist umfasst, also eine Länge von, wie der Saal etwa lang ist, ja, und das haben Sie heute in einem Mobiltelefon, das Sie im Sack haben, um 200 Euro, und das hat etwa 6 Millionen umgerechnet Euro gekostet damals. Sie sehen also schon die einzelnen Schritte, dann die Verwendung von Elektronenröhren, ein englischer Computer, Manchester Mark I. Ganz interessant hier, ein Computer, von dem Sie vielleicht noch nie gehört haben. Von der Firma Rank Xerox, der sogenannte Alto, 1972 bereits. Und
Die Konstrukteure des ersten Mac waren bei der Firma Rank Xerox und haben das gesehen und haben daraufhin in einer Garage ihren ersten Macintosh-Computer gebaut und auch den zweiten folgt dieser Architektur. Rank Xerox hat gemeint, die hatten schon also einen Bildschirm, eine Tastatur, eine Maus, sehen Sie auch hier schon, ja, von Doug Engelbert entwickelt. Xerox hat gesagt, wir sind Spezialisten im Bau von Kopiermaschinen, ja, und haben das verabsäumt. Die wären also eigentlich die Pioniere gewesen der Computererzeugung. Von der technischen Seite her haben die am meisten gekonnt. Dann der erste Computer, der als Personalcomputer eigentlich von IBM angesprochen werden kann, sehen Sie aus, 5020 unten. Daneben gibt es auch weiterhin die Entwicklung von Großcomputern für ganz spezielle Aufgaben. Es gibt Firmen, die spezialisiert sind, etwa Cray, die nur Großcomputer bauen, etwa für Wetterprognosen, für Raketensteuerung und so weiter. Und dann eben die Entwicklung zu immer kleineren Lösungen, Laptop bis hin zum Mobiltelefon. Am Anfang steht beim Computerbau überhaupt das Interesse des militärisch-industriellen Komplexes. Die Kosten, die hier aufgewendet wurden, sind zumeist vom Militär, eigentlich immer vom Militär gezahlt worden. Hängen mit dem Bau der ersten Atombomben zusammen, also das Mark I hängt genauso. Der Entwickler Howard Eicken hat gesagt, man wird maximal 6 Computer brauchen in der Zukunft, weltweit. Also er hat sich gründlich geirrt, man sollte mit Prognosen also vorsichtig sein. Erst diese Generation von Mikrocomputern, von Personalcomputern, ermöglichte die Idee einer weltweiten Verbreitung, einer Vernetzung von Computern. Und der wichtigste Beitrag eigentlich dafür kommt aus Europa. Und während das APA-Netzwerk 1972 geschaffen wurde, da ist eine enge Verbindung von führenden amerikanischen Universitäten mit der Rüstungsindustrie gegeben noch, damit also kein Durchbruch weltweit. Aber das World Wide Web von 1990, entwickelt am CERN, also in Genf, bringt also eigentlich den Durchbruch und die Möglichkeit der Vernetzung weltweit, wo also vernetzte Information durch das Internet ermöglicht wird, Dokumente und Informationen über das World Wide Web ausgetauscht werden können. Die zwei Leute, die das entwickelt haben, der Engländer Timothy Berners-Lee und der Belgier Robert Caillou, haben also damit einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, dass sich überhaupt dieser Digital Lifestyle, den wir heute immer wieder zitieren, durchsetzen konnte. Diese technologischen Transformationen führen also dazu, dass die traditionellen Trennlinien zwischen Arbeitswelt, Ausbildung, Lebensführung, Alltag, Freizeit zunehmend verschwinden, dass diese Bereiche allesamt durch eine intensive Nutzung von Internet, Online-Diensten, Social Media und verschiedener mobiler Applikationen geprägt sind. Damit schaffen also die modernen digitalen Computersysteme einen massiven Wandel, auch neue Formen der Massenkommunikation und sie sind auch eine informationstechnische Zäsur, die einen unübersehbaren gesamtgesellschaftlichen Wandel mit sich gebracht hat. Vielleicht ein Wort noch zum Cloud Computing. Hier gibt es also auch die Möglichkeit, Computerressourcen, das ist seit 1995, Computerressourcen und Software von mehreren Nutzern, die also durch digitale Anbieter, bekannte Google, Amazon und so weiter zur Verfügung gestellt werden, zu nutzen oder auch Software daraus zu beziehen. Also das sind ungefähr
kurz gefasst, die Voraussetzungen, dass wir überhaupt dazu gekommen sind, dass wir heute von einer Digital Revolution sprechen können. Und Kollege Kammersin wird im Anschluss jetzt dann auch die medienbedingten Folgen, Konsequenzen dieser Entwicklung vorstellen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, ich bedanke mich beim Jubilar für seine einführenden Worte in die Geschichte des Computers und möchte Ihnen nun den Referenten des zweiten Impulsvortrages vorstellen. Ich mache es ganz kurz. Normalerweise würde ich sehr lange dafür brauchen, weil Matthias Kammersin schon sehr umfangreiche wissenschaftliche Verdienste hat, vor allem auch, wenn man sein akademisches Alter betrachtet, das ja noch einiges erwarten lässt. Er hat auch mitgeholfen, diese Organisation zu veranstalten, war so in diesem Triumvirat dabei, das die Idee ausgearbeitet hat. Aktuell ist er Universitätsprofessor am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Klagenfurt. Er ist auch Direktor am Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der ÖAW. Er hat zahlreiche weitere Funktionen. Ich sage jetzt auch stellvertretender Senatsvorsitzender an der Universität Klagenfurt und wenn ich das richtig sehe, auch stellvertretender Institutsvorstand. Sind aber nur ein Teil. Es gibt auch noch Funktionen in anderen Institutionen. Wichtig sind für uns vielleicht noch seine Forschungsschwerpunkte. Sie ist breit gefächert, bewegen Sie sich an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftswissenschaft, Kulturwissenschaft und Kommunikationswissenschaft. Im Mittelpunkt stehen Medientheorien, Mediengeschichte, die Massenmedien, auch im Zusammenhang mit Konfliktgeschichte, vielleicht auch ein Bezug, der für heute noch von Bedeutung werden kann. Und er hat sich auch mit dem Journalismus beschäftigt. Zu seinen Publikationen, ich muss dazu sagen, es sind über 200 Aufsätze und 20 Bücher und mehr als 37 Sammelbände. Da möchte ich nur drei kurz hervorheben. Das ist eine österreichische Mediengeschichte, das ist ein Buch über Krieg und Medienkultur und das ist ein Buch mit dem Titel Cultural Theory, Anwendungsfelder in Kommunikation, Marketing und Management. Vielleicht noch ganz kurz auch möchte ich erwähnen, dass er seit 2011 korrespondierendes Mitglied der ÖAW war, weil er nämlich heuer zum wirklichen Mitglied gewählt wurde. Er ist auch außerdem Mitglied der Academia Europaea und vielleicht noch 2020 die Verleihung des österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst, erste Klasse. Ja, lieber Herr Kammersin, bitte sehr. Dankeschön. Vielen Dank für die freundliche Einleitung und ich erspare mir alle Präliminarien und versuche gleich in meinen Text, den ich, wenn Sie so wollen, on the fly kürzen werde. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Sollte es irgendwelche Verständnisprobleme geben, können wir das gerne in der Diskussion klären. Wir haben gerade gesehen, dass Digitalisierung eine historische Tiefenstruktur hat, dass ihre Wirkungen aber mehr als gegenwärtig sind und darauf hat Herbert Mattis sehr deutlich hingewiesen. Ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass Digitalisierung viele Bereiche menschlicher Existenz betrifft und dass diese Wirkungen nicht nur rein virtuell, sondern auch sehr materiell sind. Man denke nur an seltene Erden, Stromverbrauch und so. Und sie hat ganz wesentliche Folgen für jenen Bereich, den man pauschal mit Medien meint. Und in einer ersten definitorischen Einschränkung öffentlich verbreitete Mittel der Kommunikation, historisch meint das meist technisch apparative Medien wie Buch, Fernsehen, Radio, Film, Zeitung, Zeitschrift und so weiter und in jüngerer Vergangenheit auch Plattformen bzw. Intermediäre wie Facebook, Twitter, Netflix oder Google. Es geht nicht nur um Medien, die Nachrichten und Berichte mit journalistischer Professionalität herstellen, auch wenn diese in ihrer Rolle als vierte Gewalt eine besondere Relevanz als Infrastruktur liberaler Demokratien haben. Darauf werde ich später noch ganz kurz eingehen. Digitalisierung hatte auch, darauf hat Herbert Mattis schon hingewiesen, zwei wesentliche Effekte für Medien. Erstens die Trennung von Inhalt und dem
Träger von Informationen. Das heißt, Inhalte sind eben nicht mehr physisch an Zeitungen, an Bücher gebunden, sondern sind fluide und können auf vielen Plattformen genutzt werden und vor allem eben auch auf konvergenten Endgeräten, Smartphones zum Beispiel. Und die Möglichkeit, fast jederzeit und überall online zu sein, mit einer Flut an Inhalten versorgt zu sein, nicht nur im globalen Norden, ist die Grundlage vieler medialer Umbrüche. Und zwei ganz wesentliche möchte ich herausgreifen, und zwar erstens die Änderungen im Nutzungsverhalten. Viele empirische Evidenzen zeigen, die Art, wie Menschen Medien nutzen, hat sich verändert. Und ohne jetzt auf regionale Differenzierung und unterschiedliche Anpassungsniveaus einzugehen, ein paar Schlaglichter. Ich denke, Sie kennen das alle, das Handy ist der erste und der letzte Gegenstand, den viele Menschen in ihrem Tagesablauf in der Hand haben. Und das ist der erste Zugangspunkt zu Nachrichten. Aber Nachrichten spielen auf diesen Endgeräten nicht die Hauptrolle, sondern das, was man User-Generated Content nennt. 18- bis 24-Jährige präferieren im Durchschnitt von 26 Ländern Social Media als Nachrichtenquelle. Weit vor Fernsehnachrichten, die übrigens vorwiegend von älteren Menschen genutzt werden. Und auf Social Media bestimmen Algorithmen, die sich an Werbeoptimierung orientieren und nicht am demokratischen Diskurs, was präsentiert wird. Die Online-Zeit steigt über alle Bevölkerungssegmente und das, was man Legacy-Media, traditionelle Medien nennt, erreicht nicht mehr alle Menschen. Und der Bedeutungsverlust der früheren Massenmedien hin zu Medien individualisierter und gruppenbezogener Kommunikation ist unübersehbar. Content ist nicht nur aus medienökonomischer Perspektive zum Überflussgut geworden. Man erreicht ganz viele neue Menschen mit diesen Inhalten, aber wenn Sie mir die medienökonomische Pointe gestatten, um welchen Preis? Den Preis kassieren zumindest nicht die, die den Content herstellen. Denn damit verbunden ist eine sinkende Bereitschaft für Content, vor allem wenn es um Nachrichten und Berichte geht, auch zu bezahlen. International bewegt sich das im Bevölkerungsdurchschnitt mit großen medientypischen Abweichungen von unter 20% und ein paar aktuelle Daten aus Österreich, die siebte Welle des Corona-Panels von Gallup und Medienhaus Wien von Mitte 21. Für 68% kommt ein digitales Abo nicht in Frage, 69% wollen keinenfalls spenden und 74% auch für einzelne Artikel nicht bezahlen. Und das in Corona, wo man jetzt der Meinung sein kann, Information könnte einem irgendetwas wert sein. Und auch bei denen, die zahlen, zeigt sich eine eindeutige Tendenz. Studien unter anderem von R. Kelly Garrett zeigen, dass Menschen, die für Inhalte im Netz bezahlen, sich tendenziell auf solche Inhalte beschränken, die dem eigenen Weltbild entsprechen. Die Haupterkenntnis ist simpel und folgenreich zugleich. Die Wahrscheinlichkeit, für einen Artikel zu bezahlen, steigt mit der Ähnlichkeit zur eigenen Meinung. Jetzt könnte man sagen, kein Problem, die meisten Medien refinanzieren sich ohne dies aus Werbung. Das heißt, wenn Vertriebserlöse wegfallen, ist das kein Problem. Nur leider brechen die Werbeerlöse traditioneller Medien zugunsten der neuen Digitalriesen weg. Vor 15 Jahren haben die ca. 10% am Werbemarkt gehabt. Mittlerweile sind es je nach Berechnung zwischen 50% und 60%. Und nur damit Sie sich vorstellen können, wie intensiv die Verschiebung ist, die Google-Mutter Alphabet hat im letzten Jahr 2020 21 Milliarden Euro aus Werbung eingenommen, Facebook 84 Milliarden. Der größte klassische Medienkonzern Comcast, der gehört zum Beispiel NBC, Universal, Sky dazu, hat 10,6 Milliarden Euro erlöst. Auch in Österreich zeichnet sich diese Entwicklung, die ein bisschen langsamer stattfindet, ab. Nämlich aus der Digitalsteuer gibt es ja Daten sozusagen, wie sich das verhält. Und im Jänner und Februar 2021 haben Google, Facebook und andere in Österreich mehr Werbegeld eingenommen als ORF, Privatsender,
Zeitungen, Magazine und Prospektwerber zusammen. Und das bei allen Möglichkeiten, diese Steuer zu umgehen. Also für Google und Facebook, nicht für die, die hier ansässig sind. Da sich die Budgets der werbetreibenden Wirtschaft nicht im selben Ausmaß verändert haben, sondern nur marginal, dann wird klar, dass die Refinanzierung von Content, sei es durch Vertriebserlöse, sei es durch Werbung, immer schwieriger wird. Und während sich bei Unterhaltung und Musik infolge von Corona durch Flatrate-Abos und Freemium-Modelle eine gewisse Konsolidierung abzeichnet, geht die wirtschaftliche Disruption trotz aller Innovationsversuche in allen anderen Medienbereichen ungebrochen weiter. Kurz gesagt, Marktversagen ist im Medienbereich die Regel, nicht die Ausnahme. Lassen Sie mich ganz kurz zwei Schlaglichter auf die Folgen werfen. Eines wird uns ja, glaube ich, auch aktuell gerade ganz gut vorgeführt, nämlich, dass der ökonomische Druck auf Medien, Qualitätsjournalismus, Fact-Checking und vor allem investigativen Journalismus schwieriger macht. Es steigert die Konzentration, es verringert Pluralismus und ermöglicht Einflussnahmen und die Untergrabung der Autonomie der Medien durch direkte Aufkäufe und indirekt über die strategische Vergabe von Werbegeldern und die Positionierung von öffentlich-rechtlichen Medienhäusern. Der Rule of Law Report und der Media Pluralism Monitor der Europäischen Kommission rekonstruieren das. Medien sind aber keine Branche wie alle anderen, denn sie konstituieren auch Teile demokratischer Öffentlichkeiten. Und diese Folgen dieser Entwicklungen, beider Entwicklungen, der ökonomischen wie der Nutzungspraktiken, werden in Kommunikations- und Politikwissenschaft aus vielerlei Bereichen adressiert. Ich skizziere nur zwei. Und eine ist die Fragmentierung der Öffentlichkeit mit Kurt Imhoff, eine funktionale, stratifikatorische und segmentäre Differenzierung der Öffentlichkeit. Und das ist eine Entwicklung, so die Kritik, die ich versuche jetzt kurz zusammenzufassen, die in einer Abkehr von öffentlichem Vernunftgebrauch mündet, die zu Desintegration und Polarisierung führt und die dafür verantwortlich ist, dass Öffentlichkeit ihre seismografische Funktion nicht mehr angemessen wahrnehmen kann. Die unglaubliche Zunahme an Partizipations- und Kommunikationsmöglichkeiten führen paradoxerweise nicht zu einer Zunahme an rationalen Diskursen und öffentlichem Vernunftgebrauch, zu mehr weltbürgerlichem Bewusstsein, sondern zu Emotionalisierung der großen Gereiztheit, wie das Bernhard Pörksen schon 2018 genannt hat, zu gefühlten Wahrheiten, zu Populismus und zu inner- und außerhalb Europas einer Zunahme der Attraktivität von postdemokratischen Strukturen. Dass in diesen Prozessen Algorithmen, Kommunikationsroboter, Chatbots, Socialbots eine ganz wichtige Rolle spielen, kann ich jetzt wirklich nur angesichts der fortgeschrittenen Zeit skizzieren. Aber wir alle wissen, welche Folgen es haben kann, wenn diese Artificial Intelligence Applikationen in den sozialen Netzwerken den Eindruck vermitteln, eine Stimmungslage habe sich verändert und durch die schiere Masse der Meldungen eine bestimmte Einschätzung formen, die einen partiellen Ausschnitt für das ganze Bild halten lässt. Zumal, wenn man sich nur mehr und exklusiv auf die sogenannten sozialen Medien verlässt und andere zur Vermeidung kognitiver Dissonanz meidet. Diese Entwicklungen mögen Demokratie und nationalstaatliche Souveränität irritieren, wenn nicht, wie manche meinen, bedrohen. Sie mögen Governance-Strukturen herausfordern und im Sinne Hartmut Rosas Resonanz behindern. Und sie tragen damit ganz sicher zur Krise der Spätmoderne bei. Aber sie scheinen neuen Formen ökonomischer Verwertung nicht im Wege zu stehen. Ganz im Gegenteil, wie ich an den Werbeeinnahmen skizziert habe, aber auch wie manche angesichts der Grenzkosten von null digitaler Prozesse vermuten. Shoshana Zuboff sieht dann auch das Zeitalter des Überwachungskapitalismus anbrechen.
Ist es nun zum Schluss ein Medienumbruch unter vielen? Oder um den Titel eines Buches von Herbert Matthes, das heute schon adressiert wurde, zu paraphrasieren, die Geburt einer neuen Zeit. Ob man die Fragmentierung der Öffentlichkeit und die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Medien zur digitalen Vernetzung, etwa unter dem Begriff der Mediatisierung, als Metaprozess der Veränderung versteht, wie dies etwa Andreas Grotz oder unter dem Begriff Deep Mediatization Andreas Hepp tun. Ein Metaprozess, wie Sie meinen, der substanzielle und unumkehrbare Veränderungen auf vielen Ebenen induziert. Oder ob man in historischer Abgeklärtheit meint, medialer Wandel sei immer schon als rekursiver Vorgang zu verstehen, in dessen Verlauf sich kulturelle, soziale und diskursive Aneignungen der Medien und damit die zeitgenössischen Medienensembles ändern, das wird in der Folge zu diskutieren sein. Eines steht zum Ende meiner kurzen Anmerkungen, einer großen Fußnote, wenn Sie so wollen, aber in historisierender oder in historischer Perspektive wohl hoffentlich außer Streit, nämlich, dass Medienentwicklung kein theologischer Prozess ist und auch kein determinierter Prozess ist. Und ich bin mir sehr bewusst, dass die Zeitzeugenschaft dazu verleitet, emergente Prozesse in ihrer Wirkmächtigkeit falsch einzuschätzen. Und wir wissen medienhistorisch, dass jede mediale Innovation von dystopischen Szenarien und utopischen Hoffnungen begleitet war. Wesentlich erscheint mir zum Schluss die Bemerkung, wie sich der Wandel gestaltet, hängt von den Entscheidungen ab, die wir heute treffen. Und es geht dabei im Kern um die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und wir sehen, dass unsere, soll heißen, die demokratische, liberale, um nicht zu sagen aufgeklärte Variante der Herstellung von Öffentlichkeit bedroht ist. Sie ist innerhalb und außerhalb Europas bedroht. Sie gerät politisch, ökonomisch, technologisch und sozial unter Druck. Sie versteht sich nicht mehr von selbst. Man muss folglich, so meine ich, das Projekt der deliberativen, der vernunftgeleiteten, der demokratischen Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der digitalen Medienumbrüche rechtfertigen, wenn nicht verteidigen. Ich meine, es lohnt die Mühen, die damit verbunden sind, und wohl auch die Kosten. Denn es geht bei den digitalen Medienumbrüchen um die Zukunft der Zivilgesellschaft. Nicht um mehr, aber auch nicht um weniger. Danke fürs Zuhören. Ja, lieber Herr Kammersin, vielen Dank für diese Einführung, diesen Impulsvortrag, der schon sehr vieles zum Thema hinführt, des heutigen Abends sehr deutlich. Vom Zeitplan her vorgesehen ist jetzt, dass wir drei Impulsantworten auf den Vortrag von Herrn Matthes haben. Dafür haben wir eben Spezialistinnen und Spezialisten eingeladen, die ich jetzt noch bitten möchte, auf das Podium zu kommen. Ich werde Sie gleich vorstellen und ich bitte auch den Jubilar, bitte Herr Matthes, kommen Sie auch aufs Podium. Ich werde Ihnen vielleicht jetzt die Podiumsgäste, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen. Ich mache es in alphabetischer Reihenfolge, was auch in gewissen Hinsicht einer Chronologie der Forschungsschwerpunkte folgt. Ich beginne mit Frau Stefanie Averbeck-Lietz. Sie ist Universitätsprofessorin für Kommunikations- und Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienwandel am Zentrum für Kommunikations-, Medien- und Informationsforschung der Universität Bremen. Das ist europaweit eine der wichtigen Einrichtungen zur Forschung des Medien- und Kommunikationswandels, der sich an der Schnittstelle zwischen
Kultur-, Sozial- und Technikwissenschaften. Dort wird er angesiedelt. An der Universität Bremen ist sie auch geschäftsführende Direktorin am Institut für historische Publizistik, Kommunikations- und Medienwissenschaft. Sie leitet dort außerdem das Lab Kommunikationsgeschichte und Medienwandel, untersucht die Medialisierung von Kultur und Gesellschaft, den Wandel der gesellschaftlichen Kommunikation aus sehr unterschiedlichen Perspektiven in diesem Lab. Also wenn man so fachlich sagt, also institutionell schaut, ist das ganz, ganz einschlägig für unseren heutigen Abend. Entsprechend sind auch ihre Forschungsschwerpunkte Kommunikationsgeschichte und Medienwandel, Kommunikationstheorien, Theorien und Fachgeschichte der Kommunikationswissenschaft im internationalen Vergleich, Kommunikations- und Medienethik, inter- und transkulturelle Kommunikation und qualitative Methoden. Publikationen, ich möchte nur drei erwähnen, das Övre ist auch sehr umfangreich. Kommunikationswissenschaft im internationalen Vergleich, transnationale Perspektiven, Kommunikationssoziologie, die Mediatisierung der Gesellschaft und die Theoriebildung der Klassiker und als drittes grenzüberschreitende Medienkommunikation. Ja, Frau Affeberg-Litz, vielen Dank, dass Sie zu uns nach Wien gekommen sind. Der nächste in der Reihe ist Wolfgang Behringer. Er lehrt als Professor Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken, war vorher Professor in England. Geschichte der frühen Neuzeit für diejenigen, die sich jetzt in der Geschichtsforschung nicht ganz auskennen, ist ungefähr der Zeitraum des 16. bis 18. Jahrhunderts. Seine Forschungsschwerpunkte bewegen sich im Bereich der Kulturgeschichte der frühen Neuzeit, Klima und Umwelt, Krisen, Krisenbewältigung, Hexenverfolgung, Herausbildung der Nationalstaaten, Reformation, Hofkultur, Geschichte des Sports und, das ist für uns eben besonders wichtig, Kommunikations- und Mediengeschichte. Und hier hat er sich vor allem sehr stark, sehr lange auch mit dem Postwesen auseinandergesetzt und daraus auch sehr griffige Thesen formuliert, die vielleicht auch für den heutigen Abend sehr anregend sein können. Indem er zum Beispiel sagt, die frühe Neuzeit, die europäische frühe Neuzeit besitzt eine welthistorische Schlüsselposition. Es gibt eine Kommunikationsrevolution, die stattgefunden hat. Zusammenhang zwischen Buchdruck und Postwesen wird hergestellt in seinen Arbeiten. Also es spiegelt sich auch in seinen Publikationen wider. Thurn und Dachs ist die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen. Im Zeichen des Merkur, Reichspost und Kommunikationsrevolution in der frühen Neuzeit, das war seine Habilitationsschrift. Kulturgeschichte des Klimas, von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung. Ich könnte auch anfangen, Kulturgeschichte des Sports, der Ausbruch des Tambora. Weiß jeder von Ihnen wahrscheinlich. Das war ein Vulkan, der 1815 explodiert ist und weitreichendste Folgen für die Weltgeschichte hervorgerufen hat. Also jemand, der kulturgeschichtlich sehr, sehr breit arbeitet und dabei aber auch durchaus auch medien- und kommunikationsgeschichtliche Zugänge hat. Ja, auch Herr Behringer, vielen Dank, dass Sie den weiten Weg aus Saarbrücken mit dem PKW hierher auf sich genommen haben, uns heute und hier bei uns heute und hier sein zu können. Ja, und als drittes möchte ich Frau Professor Gabriele Haug-Moritz vorstellen. Sie leitet seit 2004 den Fachbereich Frühe Neuzeit am Institut für Geschichte der Universität Graz. Dort sitzt sie Universitätsprofessorin für allgemeine Geschichte der Neuzeit. Sie leitet außerdem die Abteilung Deutsche Reichstagsakten, Reichsversammlungen 1556 bis 1662 der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Geschichte der frühneuzeitlichen europäischen politischen Kultur, Reformationsgeschichte, Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Reichs, Forschungen zur Gerichtsbarkeit im Heiligen Römischen Reich, Ständeforschung und die eben bei ihr auch Forschungen zur Mediengeschichte, vor allem des 16. Jahrhunderts. Derzeit arbeitet sie auch an einem Forschungsvorhaben, das in vergleichender Perspektive den Zusammenhang von Gewalt, Religionsdissens und Medienwandel untersucht. Auch bei ihr zahlreiche Publikationen, ich erwähne auch nur drei: Verfassungsgeschichte des Alten Reiches, Repräsentationen der islamischen Welt im Europa der frühen Neuzeit und Adel im langen 19. Jahrhundert. Das soll euch ein bisschen zum Ausdruck bringen, wie breit ihre Themen sind. Sie ist außerdem korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Mitglied der Academia Europaea. Auch dir, liebe Gabi, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und als letztes möchte ich vorstellen Herrn Professor Georg Vogeler, der eben einer von uns dreien war, der mitgearbeitet hat, diese Veranstaltung zu organisieren. Er ist Professor für Digital Humanities am Zentrum für die Informationsmodellierung in den Geisteswissenschaften der Universität Graz. Er ist der erste Professor in Österreich für Digital Humanities. Er leitet dieses Zentrum auch. Er ist Forschungsdirektor gleichzeitig am Austrian Center for Digital Humanities, der ÖAW,
Forschungsschwerpunkte, das ist bei ihm ganz interessant, weil er verbindet seine Ausbildung als Medievist mit langjähriger und sehr früher Beschäftigung mit der Digitalität, mit Digital Humanities. Also er war jemand, der den digitalen Wandel in der Geschichtswissenschaft sehr, sehr früh erkannt hat und auch ganz konsequent diesen Weg gegangen ist. Seine Publikationen, Rechtstitel und Herrschaftssymbol, Studien zum Umgang der Empfänger in Italien mit Verfügungen Friedrichs II., 1194 bis 1250, digitale Diplomatik, neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden, Geschichte in die Hand genommen, die geschichtlichen Hilfswissenschaften zwischen historischer Grundlagenforschung und methodischen Herausforderungen. Und last but not least möchte ich erwähnen, dass er vor wenigen Monaten eine der höchsten Förderungen der Europäischen Union eingeworben hat, und zwar einen mit knapp 3 Millionen dotierten ERC Advanced Grant, der es ihm dann ermöglicht, mit Hilfe künstlicher Intelligenz digitalisierte alte Dokumente zu erforschen. Also jemand, der den digitalen Wandel quasi in der eigenen Arbeit auch unmittelbar vollzieht und nicht nur vollzieht, sondern auch vorantreibt. Ja, auch Georg, lieber Dank, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast. Ja, damit bin ich soweit mit meiner Vorstellung der Diskutantinnen und Diskutanten fertig, und wir machen es eben alphabetisch, was aber auch in gewisser Hinsicht der Chronologie der Forschungsschwerpunkte trifft. Und Frau Aferbeck-Lietz, möchte ich Sie jetzt bitten zu beginnen, ja, mit Ihrem Kommentar. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre einführenden Worte, und ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und vor allen Dingen auch für die Referate meiner Vorredner. Herrn Matthies, ganz herzlichen Dank für den Blick auf diese technologische Langzeitentwicklung, die aber auch ja da schon sehr eng verwoben war zu sozialen und ökonomischen Entwicklung, und Matthias Kamasin für den Blick in den aktuellen Mediennutzungswandel mit gleichzeitig dem Rekurs auf die ökonomischen Grundlagen und vor allen Dingen die normativen Probleme, die das Ganze so mit sich bringt. Ich möchte da auch gleich anschließen und werde ein bisschen auch, wir hatten ja Fragen vorab, so ein paar Fragen, Hinweise von der Akademie vorher bekommen, vor allen Dingen mit Blick auf Chancen, Krisen, Folgen, auch Inhalte und einige dieser möglicherweise dysfunktionalen Inhalte, die wir vielleicht irgendwie als Desinformation oder Propaganda labeln können, waren da auch mit angesprochen. Also ich schließe erstmal so ein bisschen an den Vortrag von Matthias Kamasin an und frage vielleicht etwas ketzerisch, ob das denn nun problematisch ist, dass unter 30-Jährige die Inhalte von Zeitungen, und das ist ja europaweit so, zunehmend über deren Auftritte in sozialen Medien wahrnehmen. Also was sind eigentlich soziale Medien? Auch der Standard ist ja längst auf Instagram, oder das ZDF, also Qualitätsmedien, finden da inzwischen auch ihren Raum. Das hat vielleicht noch ganz andere Probleme der Regulierung, die eben dann in der Umgebung sind, die sie selber gar nicht regulieren. Also die Frage des Problems stellt sich auf der Mikroebene einmal der Menschen, die dann sich in dieser Bubble oder in dieser Filterblase bewegen, aber vielleicht auch auf der Meso-Makro-Ebene der Regulierung von Institutionen oder auch auf der Meso-Ebene des Journalismus, der sich verändert. Wie gehen Pressehäuser, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten damit eigentlich um, wenn sie Social-Media-Redaktionen aufbauen, auf ganz neue Formen da eingehen müssen, also die dann plötzlich die New York Times oder auch die Tagesschau, die dann auf TikTok, einer chinesischen Plattform, anfangen zu experimentieren. Und TikTok sagt den Jüngeren hier vor allen Dingen was, die Älteren kennen das vielleicht nicht so, aber das sind eben dann nicht mehr nur Bilder, sondern Filme, die User-Generated Content einerseits sind und gleich daneben dann von Profis gemacht werden. Wenn man sich diese Instagram-Auftritte anschaut, großer deutscher, österreichischer, französischer Qualitätsmedien, sind das vor allen Dingen zwei Stilmittel, die mir da aufgefallen sind, und zwar Zitate und Bilder, also sehr viele Zitate als sozusagen Aufhänger, vielleicht dann auch irgendwie auf die Website zu gehen und sich das Ganze dort anzuschauen. Bilder, das können Fotos sein, aber auch Grafiken, Statistiken und die Verbindung zu ganz anderen medialen Formen, also eingebundene Podcasts, Einspielfilme und so weiter. Wir haben also neue hybride Medienumgebungen, mit denen wir es heute zu tun haben. Und
lange Zeit hat man ja in unserem Fach gedacht, mit dem Einbringen von Technologien in die Bevölkerung sei der Digital Divide dann irgendwie geschlossen, zumindest in Westeuropa. Das Ganze hat sich dann auch bei den Älteren, bei den sogenannten Silver Servern irgendwann angeschlossen. Aber wir gehen heute davon aus, dass es einen Kompetenz-Divide gibt. Nicht jede und jeder, der mit 12 das Smartphone in der Tasche hat, und wir haben ja das Smartphone als das im Moment das Endgerät gesehen, das muss es ja vielleicht gar nicht bleiben, wer weiß, was da noch kommt. Also ein Kompetenz-Divide, der sich auch mit Dingen befasst wie Informationssuche, Quellen identifizieren zu können, mit einem Wissen darüber, wie datafizierte Medien und Algorithmen eigentlich funktionieren. Vieles von dem ist ja auch schon angedeutet worden. Und das Problem haben wir nicht nur Laien, sondern auch Experten und Expertinnen. Erstmal wir selber, die wir das Ganze unterrichten, da auch immer hinterher hinken, das Erforschen, ex post etwas erforschen, was gerade passiert. Da haben es die Historiker und Historikerinnen vielleicht etwas einfacher oder auch schwerer, weil die natürlich einen ganz anderen Quellenzugang haben. Aber jedenfalls die Expertinnen und Expertinnen selbst, die Regulierer, wissen ja nicht unbedingt, um was es geht. Sie kennen die Algorithmen beispielsweise von Facebook auch nicht, die eben bei einem Unternehmen liegen, was sich als Plattform versteht, aber nicht als journalistisches Unternehmen. Wir haben viel gesehen über Chancen und Krisen, gerade in der Corona-Krise. Also Corona hat nochmal sehr schön gezeigt, auch gerade, denke ich, bei den Jüngsten, was die interpersonale Kommunikation ausmacht. Einerseits aber auch den sozioökonomischen Status zum Beispiel von Familien. Wenn in einem Haushalt ein Drucker ist, ein PC, ein Tablet, ein Laptop, dann kann sicherlich auch ein jüngeres Kind besser mit digitalem Unterricht umgehen, als wenn das Ganze nur auf dem Smartphone passiert, wo man nicht wahnsinnig viel sieht und wo man auch nicht wahnsinnig gut drauf lesen kann. Wenn kein Drucker da ist, können Kopien nicht ausgedruckt werden. Also zumindest die in Deutschland, die Schulen haben überwiegend mit Ausdrucken und Kopien gearbeitet in der Covid-Krise. Da ist mit der Digitalisierung auch noch nicht immer ganz so weit. Das heißt, der digitale Lifestyle ist unterschiedlich, generativ, aber auch sozioökonomisch, was Zeitbudgets angeht, also was klassische Faktoren der Mediennutzung angeht, die wir sonst aus der Forschung auch kennen. Lassen Sie mich kurz zum Thema noch kommen, der Inhalte, also der dysfunktionalen Inhalte wie alternative Fakten, Desinformation, Fake News. Hier möchte ich selbst gerne ein historisches Beispiel zeigen, um zu zeigen, dass das eben auch eine Langzeitentwicklung ist. Wir erforschen gerade in Bremen in einem Projekt die League of Nations, den Vorläufer der UN, und die haben vor rund 100 Jahren bis in das Jahr 1932 hinein, in den 20ern angefangen, Presse-Expertenkonferenzen organisiert in verschiedenen europäischen Metropolen. Und dort waren Falschnachrichten ein großes Thema. False News haben sie die genannt, also nicht Fake News, sondern erstmal False News, weil der Nachrichtenzugang schwierig war. Also die Weltnachrichtenagenturen, die sich die Welt aufgeteilt hatten, die Intransparenz von Diplomatie und der Völkerbund versuchte beizutragen in Bezug auf eine bessere Informationsumwelt, und ein anderes Problem wurde gekennzeichnet als Moral Disarmament, moralische Abrüstung, im Verbund der Abrüstungskonferenzen der Zeit, aber ganz bewusst als eine Abrüstung, die eine geistige Abrüstung sein sollte, auch gegen Propaganda. Propaganda, Gräuelpropaganda, vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich beispielsweise in der Zeit. Wir sehen also, auch hier haben wir es mit Themen zu tun, die nicht ganz neu sind, aber die in ganz anderen Medienumgebungen stattfinden. Ich will jetzt auch gar nicht zu lange reden. Für mich ist ein wichtiger Punkt auch der, der ja schon klar wurde, glaube ich, dass dieser Digital Lifestyle eine Reflexion beinhalten muss, sowohl von jedem von uns selbst als auch gerade von Institutionen, wie man eigentlich Räume der offenen Diskussion, die nicht durch solche Dysfunktionalitäten überlagert sind, schaffen kann. Also Teilhabe ermöglichen kann, aber auch Kommunikation einüben kann.
sowohl in mediatisierter als auch in interpersonaler Kommunikation. Ein großes Thema ist ja eben das Auseinanderdriften von digitalen Lebenswelten und vielleicht auch von Meinungen. Also Räume wiederherzustellen, die Meinungsvielfalt wertschätzen. Das ist ja auch ein Punkt, den öffentlich-rechtlicher Rundfunk zum Beispiel eigentlich leisten soll. Und sich immer klar zu sein über die Geschwindigkeit. All das, was wir hier tun, das haben wir auch gesehen, glaube ich, bei dem Technikvortrag sehr gut, ist sehr viel schneller, als wir denken können. Und das betrifft vor allen Dingen das massive Teilen von Inhalten, wo uns jüngere Generationen vielleicht auch in ihren Kompetenzen voraus sind. Und hoffentlich ist das der Fall. Jedenfalls, dass uns diese Geschwindigkeit immer bewusst ist und dass wir vielleicht doch manchmal kurz innehalten sollen, wie wir mit unseren Medien umgehen. Ja, vielen Dank, Frau Affaber-Glietz, für einen Kommentar. Und ich bitte unseren zweiten Gast, Herr Wolfgang Währinger, bitte seine Sicht darzulegen. Ja, also Sie werden sehen, dass Historiker einen anderen Blick auf die Welt haben, wenn jetzt Gabriele und ich über den Blick des Historikers auf diese Veränderungen im Kommunikationswesen schauen. Also was bei der Diskussion meistens fehlt, das ist die historische Perspektive. Und die historische Perspektive heißt nicht, dass man die letzten 10 Jahre zurückschaut, sondern dass man die Entwicklungen zum Beispiel einordnet in die Geschichte der Menschheit. Oder, seien wir großzügig, die Entwicklung des Weltalls. Nicht? Also wir müssen uns vorstellen, wir sind ja hier in so einer wunderbaren Herrschaftsarchitektur, die macht uns schon alle ein bisschen klein. Nebenbei bemerkt, wir sitzen ja hier unter der Philosophie, die natürlich die Geografie und die Astronomie umfängt. Und wir werden ermahnt, ich glaube, dass wir uns um die Causarum Investigatio kümmern sollen. Und dem werden wir uns jetzt ein bisschen widmen, der Erforschung der Gründe. Nicht? Also unser Weltall ist 4,5 Milliarden Jahre alt, wenn man den Naturwissenschaftlern glauben darf. Und die Menschheit kann auf eine stolze Entwicklung von vielleicht 200.000 bis 1 Million Jahre zurückblicken, je nach Interpretation, wann man die Entwicklung des Homo sapiens ansetzen will. Alles, was wir unter Hochkulturen oder Zivilisationen kennen, ereignet sich in einem relativ kurzen Zeitraum nach dem Ende der letzten großen Eiszeit. Eigentlich in den letzten 10.000 Jahren. Und wenn wir dann noch uns ein paar Medienrevolutionen der Menschheitsgeschichte anschauen, wie die Entwicklung der Sprache, die liegt weiter zurück, aber die Entwicklung der Schriftlichkeit, das sind ja nur 6.000, 7.000 Jahre. Oder dann zur Zeit der alten, also der sozusagen klassischen Antike, die es ja nicht nur in Europa gibt, sondern auch in China oder in Indien, da haben wir die Entwicklung der Mathematik und zum Beispiel auch die Entwicklung der Null. Also ohne die Entwicklung der Null, wir haben ja das Manuskript von Leibniz gesehen, hätte es überhaupt keine Digitalisierung gegeben. Die Null entwickelt sich in 2 Zivilisationen, in Indien zur Zeit des Maurya-Reiches und in Mesoamerika, in der Maya-Zivilisation. In Europa gab es keine Null. Die Europäer, die Römer, also wenn Sie mit römischen Zahlen rechnen, dann werden Sie nicht glücklich, nicht? Also auf jeden Fall kommen Sie nie zur Digitalisierung mit römischen Zahlen. Dann haben wir viel vom Algorithmus gehört. Das geht ja zurück auf einen Mathematiker namens Al-Khwarizmi. Den hatten Sie in einem früheren Manuskript auch drin. Nicht? Das war ein Mathematiker am Haus der Weisheit in Bagdad, also zur Hochzeit der islamischen Zivilisation, zur Zeit des Kalifats von Bagdad, waren da wirklich kluge Leute zusammengesammelt. Und darunter eben auch dieser Al-Khwarizmi, der die Algorithmen, nach dem die Algorithmen benannt sind. Dann haben wir die Entwicklung des Buchdrucks. Gutenberg ist schon genannt worden, auf den möchte ich auch gleich nochmal zurückkommen und Gabriele bestimmt auch. Wir wissen ja, der Buchdruck, der ist in China erfunden worden zur Zeit der Tang-Dynastie. Da war bei uns das finstere Mittelalter und ist dann sehr schnell in Japan und Korea adaptiert worden. In Korea sogar Druck mit beweglichen Lettern. Jetzt
Wenn wir uns mal diese digitale Revolution überlegen, über die uns Herr Mattis eingeführt hat am Anfang, die ist ja, die ganzen Personen, die da genannt worden sind, die waren alle Europäer, nicht? Ja. Die waren ja also Franzosen, Engländer, Belgier, ein Österreich-Ungarischer Wissenschaftler, der in die USA ausgewandert ist. Also wir haben diese Medienrevolution, ist ein europäisches Ereignis. Und wir müssen sagen, die Grundlagen, die habe ich gerade erzählt, kommen aus Indien, aus Mesoamerika, aus China, aus dem Kalifat von Bagdad. Dort gibt es keine Medienrevolution. Es gab aber die Voraussetzung dafür. Und wir sind hier also bei dem großen Diskussionsgegenstand der Great Divergence. Warum entwickelt sich die europäische Kultur in der Neuzeit anders als die chinesische, die indische, die islamische Zivilisation, die mesoamerikanische Zivilisation oder alle anderen Hochkulturen oder Zivilisationen, die wir kennen auf der Welt. Es gibt also Besonderheiten innerhalb dieser europäischen Zivilisation, die zu dieser Entwicklung führt, über die wir heute sprechen. Und meiner Ansicht nach, und das bin ich eben als Historiker, sage ich, wenn wir anfangen, im 19. Jahrhundert zu suchen, verstehen wir überhaupt nichts, weil wir nicht wissen, warum sich gerade in der europäischen Zivilisation diese Kommunikationsrevolution entwickelt hat und nicht eben in China, wo alle Voraussetzungen vorhanden waren. Es gibt auch einen blühenden Kapitalismus. Im 18. Jahrhundert ein Großteil der Weltwirtschaft, sowohl was die Produktion als auch was die Konsumtion betrifft, findet in China statt. China hat auch damals schon ein Fünftel der Weltbevölkerung. An zweiter Stelle steht Indien. Also alles, was Sie hören gehört haben über die Entwicklung der europäischen Weltwirtschaft, Immanuel Wallerstein, das ist alles Quatsch. Nicht? Also wenn man das global betrachtet, spielt Europa eine relativ kleine Rolle, quantitativ und qualitativ. Aber es gibt andere Entwicklungsvoraussetzungen als in den anderen Zivilisationen. Und da meine ich, muss man graben, wenn man diese Kommunikationsrevolution, diese Medienrevolution, auch den Digital Lifestyle verstehen will. Denn da haben wir viele Elemente, die seit sehr langem in der europäischen DNA vorhanden sind. Also die Konkurrenz zum Beispiel, die Konkurrenz zwischen verschiedenen Staaten, die Konkurrenz zwischen, also auch dem weltlichen und dem geistlichen Bereich, also Kaisertum und Papsttum, grob gesagt. Wir haben eine wirtschaftliche Konkurrenz, wir haben innerhalb der einzelnen Länder eine Konkurrenz zwischen dem Herrscher und der Bevölkerung, oder es gibt also sozusagen diese europäische Erscheinung des Parlamentarismus. Das ist eigentlich überhaupt nicht in unserem öffentlichen Bewusstsein oder in unserem einzelnen Bewusstsein auch. Es gibt diesen Parlamentarismus nur im lateinischen Europa. Von Sizilien bis Schweden und von Portugal bis Polen, in Russland, also in der islamischen Zivilisation, in Indien, in China. Es gibt kein Pendant zum Parlamentarismus, also eine Institution, die die Macht eines Herrschers in Frage stellt und die behauptet, sie vertritt die Interessen der Bevölkerung. Da kann man natürlich drüber streiten, ob das der Fall war bei einem Ständeparlament, aber der Anspruch war auf jeden Fall vorhanden. Und wir hatten mal eine sehr schöne Tagung in Innsbruck mit einem ähnlich wunderbaren Saal wie dem hier, nämlich dem Ständehaus von Innsbruck. Das ist das Haus der Tiroler Ständevertretung, also der Landtag, das Parlament Tirols. Und man kann klar sehen, hier ist eine politische Körperschaft, die tritt der Herrschaft entgegen und stellt ihre Ambitionen und vor allem die Gelder, die immer gerne haben wollen, in Frage. Und dadurch entsteht ein gesellschaftlicher Diskurs. Also das muss man sich mal vorstellen, dass es diese Institution nur im lateinischen Europa gibt.
Und dementsprechend sieht auch die Rezeption von technischen Innovationen, und dazu gehört zum Beispiel der Buchdruck, völlig anders aus in diesem kulturellen Ambiente als in anderen Zivilisationen. Zum Beispiel der Buchdruck ist ein rein kommerzielles Unternehmen in Europa. Also der unterliegt auch nicht dem Zunftzwang oder irgendwas. Diese Drucker oder diese Erfinder, kann man ja erstmal sagen, die diese Drucktechnik neu erfinden, denn es war ja schon mal erfunden am anderen Ende der Welt, die wollen einen Gewinn erwirtschaften. Und die stehen dann in Konkurrenz zu anderen Druckern und die versuchen, sich mit Produkten gegenseitig zu überbieten, immer attraktivere Medienangebote zu machen. Es gibt nichts dergleichen in China oder in Korea oder in Japan, weil die Drucktechnik immer im Besitz des Staates oder der Klöster war. Und nichts anderes gedruckt worden ist, als was von diesen Herrschaftsinstitutionen intendiert war. Also dazu gehören meinetwegen die Texte des Konfuzius dazu in China, weil man das für die Beamtenprüfungen brauchte, oder der buddhistische Kanon in den buddhistischen Ländern, auch in Japan. Also das sind riesige Druckunternehmen, muss man sagen. Aber es wird nur gedruckt, was herrschaftskonform ist. Während in Europa, da ist natürlich der große Spaß dieser Drucker und vor allem der Käufer liegt darin, dass sie Drucke zu kaufen bekommen, die heute würde man sagen, die leben in Blasen, die kaufen natürlich das, was sie hören wollen. Genauso wie heute, kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Und dadurch, also dass man dieses gegensätzliche Medienangebot oder das gegensätzliche Angebot von Medieninhalten hat, entsteht Öffentlichkeit. Buchdruck ist in unserem Bewusstsein noch relativ gut verankert, die Printing Revolution. Aber ein Buch, wenn Sie so ein Buch nehmen, das ist im Grunde nichts anderes als ein Klotz Materie. Nicht, da können Sie einen Blumentopf draufstellen oder Sie können es zum Einheizen verwenden. Nicht, also dieses Buch muss irgendwie aktiviert werden. Es muss auch sich durch den Raum bewegen. Und dasselbe trifft natürlich für diese Flugschriften andere Druckformen auch zu. Das heißt, was wir im 16. Jahrhundert bekommen, ist eine Strukturierung des Raumes. Das ist, was Postwesen bedeutet. Der Raum wird portioniert in gleich große Einheiten, damit sich die Geschwindigkeit möglichst rationell über weite Strecken bewegt. Also im 16. Jahrhundert hieß es zum Beispiel von Antwerpen nach Venedig. Also das ist sozusagen die kürzeste Strecke, das Mittelmeer mit der Nordsee zu verbinden oder den Mittelmeerwirtschaftsraum mit dem Nordseewirtschaftsraum. Es gibt die Verbindung nach Trient wegen dem Konzil von Trient und nach Rom, weil da natürlich der Papst sitzt, nach Sizilien, weil Sizilien ein spanisches Vizekönigreich war und man konnte das über See verbinden oder über Land, über Brüssel. Das hört sich umständlich an, aber ein Brief von, sagen wir mal, von Wien nach Madrid, der lief sehr viel schneller über Brüssel, weil er da sicher ankam, als wenn man den übers Mittelmeer geschickt hat. Und dann kommen die algerischen Piraten und es kommt die französische Flotte, die diese Briefe abfängt. Also hier wird eine zuverlässige Form der Kommunikation etabliert. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, Kommunikationskanäle werden geschaffen. Und was noch wichtiger ist in meinen Augen, es gibt diese Leute, die Manuel Castells, ein Kommunikationstheoretiker, die Leute nennt, die im Space of Flows leben, also die in der Sphäre der Kommunikation selber leben. Kommunikationsspezialisten, nicht Postmeister, die Weichen stellen für die Nachrichtenflüsse, die Nachrichten rausgeben an Drucker, die dann erstmal diese fliegenden Blätter drucken und dann Zeitungen drucken. Und dann hat man sozusagen eine neue Stufe der Entstehung der Öffentlichkeit, ein kontinuierlicher Nachrichtenfluss, der eine Vielzahl von Zeitungen
ermöglicht. Die Zeitungen, also das ist sozusagen mein Schlusssatz dann, die entstehen ja nicht im fortschrittlichen England oder im wunderbar aufgeklärten Frankreich oder in dem fortgeschrittenen Italien der Renaissance, sondern diese Zeitungen, die entstehen in Deutschland. Warum? Weil wir hier diese Kommunikationslinien haben, die von allen Seiten durchlaufen und in der Mitte ungefähr, also wo die meisten Nachrichten zusammenfließen und wo die freien Reichsstädte sind, also da hat man wieder das Element der Freiheit und der Republiken, die sich selbst regieren, wo kein Monarch kommt und sagt, darfst du nicht. Dort entstehen die ersten Zeitungen. In Straßburg, in Frankfurt, in Augsburg und dann später, nachdem sich das in den Reichsstädten bewährt hat, auch in den Herrschaftszentren, also München, Wien. Italien ist sehr vorsichtig, nicht diese italienischen Staaten, Venedig, Florenz, sie wollen, also haben Angst, dass ihre Handelsinteressen bedroht werden. Sie versuchen, Nachrichtendruck zu verhindern. Und ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich dann wieder einig, dass dieser Nachrichtendruck, also News, die Presse, die ja also nach diesem Nachrichtendruck heißt, das ist etwas, was wirklich die Medienwelt revolutioniert hat und politische Öffentlichkeit hergestellt hat. Also ich könnte noch 2 Stunden weitermachen, mache ich nicht. Jetzt ist die Gabriele dran. Gabi, bitte. Gut, ganz herzlichen Dank. Wolfgang, es ist wenig erstaunlich, da wir beide Frühneuzeithistoriker sind, dass das Entscheidende, was ich mir im Vorfeld überlegt hatte, auch im Hinblick auf den anregenden Vortrag von Herrn Kollegen Mattis und Herrn Karmasin, nämlich, dass wir, wenn wir das aus der Perspektive, also ich beginne mit der Zeit um 1500, wenn wir es aus dieser Perspektive betrachten, dass wir eine technologische Stagnation beobachten können bis in der Zeit um 1800. Erst da beginnt sich die Technologie zu verändern und andererseits eine unglaubliche Dynamik und eine Dynamik, die aber nur in Lateineuropa zu beobachten, ist vielleicht zu diesem Begriff noch etwas, weil das, glaube ich, eine erste Antwort auf die Frage liefert, warum passiert das in Europa? Sie können im Internet inzwischen wunderbare Daten, zum Beispiel von der Universität von Iowa, Early Printing Atlas, wunderbare Darstellungen, dann können Sie genau sehen, dass die Verbreitung der Drucktechnologie exakt anschließt an die Räume, die von der Papstkirche in Rom erfasst wurden. Also es ist ein richtiger Schnitt. Weist auf ein erstes Moment hin. Es gibt ein Bedürfnis bei der Institution, die im Spätmittelalter für Schriftlichkeit steht. Die erkennt sehr rasch die neuen technologischen Optionen, die das für ihren Herrschaftsanspruch auch bedeutet, und nutzt sie, indem zu den ersten Druckprodukten, die der Offizin des Herrn Gutenberg entsprungen sind, gehörten nämlich Ablassbriefe. Also man konnte ein Geschäft damit machen, das erkennt die Kirche sehr rasch. Also das ist ein Ansatzpunkt. Ein zweiter Ansatzpunkt ist, wenn man genauer hinschaut, in welchen Regionen denn diese Technologie verdichtet aufgegriffen wurde. Es sind Regionen, und das ist vielleicht das ganz Spezifische Europas, die politisch kleinteilig sind, die dementsprechend konfliktbeladen sind, und zwar die Konflikte nicht nur zwischen den Gemeinwesen, sondern auch innerhalb der Gemeinwesen oder auch, wenn wir nach Italien schauen, zwischen den großen Stadtrepubliken. Und die zum Dritten, und das ist das Entscheidende, und das klang bei Wolfgang Gebehringer bereits an, die, in denen viele Städte vorhanden sind. Die Städte sind wie Inseln in einer agrarisch strukturierten Gesellschaft, und in diesen Städten haben wir offensichtlich, also wir haben einerseits das Know-how, denn Drucken ist ein komplexer, arbeitsteiliger Prozess und zudem ein Prozess, eine Geheimtechnologie, so ganz ähnlich den Algorithmen unserer großen Tech-Giganten heute, bis um 1600 eine Geheimtechnologie. In diesen Städten verbreitet sich das über Netzwerke. Das ist ein zentraler Zugang, den die Geschichtswissenschaft heute auch verfolgt, um das zu verstehen. Und diese Städte Know-how, Geld, ganz entscheidend, das haben wir ja heute auch schon für unsere Gegenwart erfahren, und schließlich Nachfrage.
Also diese Faktoren, die in dieser, also eine absolute Minderheit in diesen städtereichen Regionen, da sind wir im norditalienischen Raum, wir sind in dem Raum der heutigen Benelux-Staaten und eben in dem Raum dazwischen, dem mitteleuropäischen Raum, ich sage bewusst nicht deutsch, weil da immer alle die Bundesrepublik Deutschland assoziieren und das geht in die Irre. Also diese offenkundigen, also diese Städtereichtum, das ist also Motoren von Nachfrage evozieren, dass ein explosionsartiges Wachstum zu beobachten ist. Es ist beeindruckend innerhalb von 50 Jahren. 1450 gab es eine im Entstehen begriffene Offizin, die produzieren konnte, nämlich diejenige des Herrn Gutenberg in Mainz, nur 50 Jahre später mehr als 250. Die Forschung geht davon aus, neuere Forschungen, nur um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, dass wir im 18. Jahrhundert 1 Milliarde Exemplaren an Drucken hatten. Und zwar eben nicht nur Buchdruck, deswegen rede ich ja eher von Druck, Zeitungen, Zeitschriften, Kalender, Einblattdrucke, Flug, was alles schon genannt ist, also ein Bündel an Medienformen, das immer weitere sozial betrachtet, immer weitere Gruppen integriert hat. Also und das ist ein Phänomen, also hier in diesen Gesellschaften besteht offenkundig das Bedürfnis, denn das ist der Anspruch dieser neuen Medien, dass das die Informationen, dass es Informationen in einer Gesellschaft gibt, die alle betreffen. Das ist die Botschaft dieser neuen Medien, die gehen alle an und weil sie alle angehen und wahr sind, deswegen dienen sie dem Gemeinwohl. Also mit diesem Anspruch setzt sich diese Technologie ganz allmählich durch und schafft es dann, würde ich sagen, wirklich global geschichtlich betrachtet, ein singuläres Phänomen, was man als einen Bestandteil des europäischen Sonderwegs betrachten kann. Zu diesem Themenfeld Krise, Propaganda, Fake News, ich habe das als Diskussionspunkte, da fällt einem natürlich als Frühneuzeithistorikerin auch sehr viel ein. Vielleicht noch abschließend eine einzige Anmerkung, auch das klang schon an, also Italien, Mitteleuropa, Nordwesteuropa, das sind die Regionen. Es ist bezeichnend, dass wenn man den Output nur quantitativ betrachtet, dass Länder wie Frankreich und England im Zeichen tiefgreifendster innerer Konflikte anschließen an diese. Also der Druckoutput, der ja heute mit Demokratie, Fortschrittlichkeit, alle assoziieren Großbritannien damit, das beobachten wir dort erst im 17. Jahrhundert. Also Konflikthaftigkeit scheint, und das ist vielleicht etwas, was auch wenn man auf die Gegenwart schaut, vielleicht eine interessante Perspektive, sich zu fragen, wie konflikthafte gesellschaftliche Konstellationen spezifische neue Formen, Nachfragen generieren nach diesen neuen Medien, eine spezifische Praxis im Umgang mit diesen Medien hervorbringen. Hiermit möchte ich es gut sein lassen und gebe an den Moderator. Ja, vielen Dank für den Kommentar, auch für die anderen Kommentare. Und wir sind mit unserer Zeit schon sehr weit vorangeschritten. Ich würde jetzt sagen, wir machen eine kurze Runde, wo eventuell Stellungnahmen zueinander möglich sind, aber wirklich nur kurz bitte. Und dann wollen wir das Podium ja auch für die Zuhörer und für die ich sage auch gerne was, damit Sie meine Stimme gehört haben, aber ich sitze hier nicht, um ein Statement von zu geben, sondern ich sitze hier als Co-Organisator. Deshalb bin ich derjenige, der hier dieses digitale Gerät bedient. Und die Chat-Kommentare, die ich jetzt, ich muss in die Kamera schauen. Also liebes Publikum da draußen, alles, was Sie schreiben, hier kommt es an. Ich gebe es dann weiter, ich bin Ihre Stimme und jetzt wissen Sie, wie ich klinge. Und würde jetzt doch gerne Herrn Mattes, der schon so ungeduldig sitzt, das Wort übergeben, denn der hat offensichtlich so viele Inspirationen bekommen in der Antwort, dass es doch, glaube ich, jetzt sich lohnt, ihn zu hören. Ich möchte Sie also nicht an der Wortmeldung hindern. Bitte gerne. Vielleicht eine kurze Bemerkung zu dem, was der Herr Behringer gesagt hat. Sie haben vollkommen recht. In der europäischen Situation, da nehme ich wirklich die osteuropäischen, vor allem also von der orthodoxen Kirche geprägten Kulturen aus, spielt der Konkurrenzgedanke eine ganz wesentliche Rolle. Ich finde das wirklich ein zentrales Element. Und zwar Konkurrenz, also ökonomisch, politisch, kulturell,
militärisch, ja, religiös. Und religiös auch natürlich. Ja. Und aus diesen Spannungsverhältnissen ergibt sich das Neue. Also Challenge and Response etwa, ja, sieht man sehr deutlich an dem Zusammenhang. Und ich möchte aber jetzt den Bogen schlagen zu dem, vielleicht was mit der Digitalisierung und der Computertechnologie zusammenhängt. Hier spielt die Systemkonkurrenz auch eine ganz zentrale Rolle, und zwar etwa zwischen USA und den Verbündeten und auf der anderen Seite Sowjetunion mit den Satellitenländern. Man sieht es sehr deutlich. Die Sowjetunion hält lange Zeit absolut mit in der Computerentwicklung. Das waren alles groß Mainframes, also große Computer. Kiew und Moskau, also Lebedev etwa in Kiew, die haben großartige Computer gebaut. Die hätten ja auch nie die erste Satelliten starten können. Ja, und das war ein Schock in Amerika, dass die Sowjetunion das geschafft hat und sie noch nicht. Und es war nur mit Hilfe der Computertechnologie möglich, die dort war. Und jetzt kommt aber etwas hinein, was in ganz Europa auch und auch beim Buchdruck und dessen Umsetzung eine zentrale Rolle spielt, nämlich die Kommerzialisierung dieser Dinge. Und das passiert genau auch mit den Rechnern, ja, dass hier eine, auch da wieder Challenge and Response, man möchte also kleinere, miniaturisierte Computerlösungen, und die hat man gefunden, weil hier ein kommerzieller Druck in diese Richtung stand, nämlich sie in der Wirtschaft auch einsetzen zu können. Und das ist damit geglückt. Und das war die Möglichkeit, sie auch zu vernetzen. Jetzt stellen Sie sich ein System vor, wie in der Sowjetunion zentral gelenkte Wirtschaft. Das passt nicht, eine Demokratisierung des Computings. Das ist nicht systemimmanent und das möchte man nicht. Daher haben die den Anschluss verpasst, aus meiner Sicht. Ja, das war mit ein wesentlicher Grund, dass sie nicht nur also die amerikanischen Verbote, also etwa Chips auszuführen und so weiter, das ist ja bekannt. Zentral war, dass man es ideologisch nicht wollte, weil es nicht hineingepasst hat, dass da Leute vernetzt miteinander kommunizieren können, sondern das ist für solche Regimes und auch für China, die sich jetzt sehr viele Grenzen selbst setzen, weil das nicht in ihre Vorstellung der Politikgestaltung hineinpasst. Also ich glaube, das ist auch, und beim Buchdruck, weil das haben Sie auch ja erwähnt, die Kommerzialisierung setzt sofort rasch ein und führt zu dieser unerhörten Verbreitung. Etwas gehört auch dazu, natürlich das entsprechende Papier. Und da kommen auch die Städte ins Spiel. Es war hart am Papier am Anfang und das ist nur in Städten in großem Umfang angefallen. Daher, das ist mit, also ein kleiner Nebenaspekt noch. Vielen Dank. Ja, das war quasi die erste, ein Teil der ersten Runde, ob die Podiumsgäste wechseln Zeit zu einstellen. Man kann, Herr Vogeler, glaube ich, es geht um die Chats. Ich melde mich, wenn das ist. Ich genau, pass auf. Genau, ja, danke. Aber es sind ja doch jetzt, wir haben doch sehr verschiedene Perspektiven auf das Thema kennengelernt. Den Sozial- und Wirtschaftshistoriker, der die technologischen Aspekte vor allem natürlich auch sieht, den Frühneuzeithistoriker, der weltgeschichtlich versucht, die Besonderheiten dieser europäischen Entwicklung oder die Ursachen der Besonderheiten hervorzuheben. Das ist einfach ein ganz wichtiger Zug, um zu verstehen, warum das doch Entwicklungen sind, die zunächst einmal von Europa ausgehen, bei diesen frühen Medienrevolutionen, und dann natürlich auch noch einmal dann die historische Perspektive, die zeigt, dass es doch gewisse Themenbereiche gibt, wo sich vielleicht auch Parallelen anzeichnen. Ich glaube, das letzte, Herr Mattes, was Sie gesagt haben, die Frage einer Steuerung zum Beispiel, die Probleme, manche Regierungen wollen das nicht, dass die so Vernetzungen oder neue Kommunikationsmöglichkeiten aufkommen, weil man dadurch Machtverlust befürchtet. Und ich glaube, das ist etwas, was man sehr schön natürlich auch in der frühen Neuzeit sieht, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, wo sich Zensur war nicht neu, aber doch neue Techniken der Zensur ganz deutlich entwickeln. Kommt ja auf, es wird auf den Reichstagen, auf den Deutschen Reichstagen, wird man versucht, eben dieses ungeheure Propagandaschrifttum, das im Zuge der Reformation entsteht, Konflikte innerhalb der Gesellschaft, ja, stehen dahinter natürlich sehr breit gefächerte, versucht es in den Griff zu bekommen. Es funktioniert nicht richtig, hat nicht richtig funktioniert, sondern teilweise sogar das Gegenteil bewirkt. Verbot macht ja was noch interessanter eventuell. Ne? Und dann will man es erst recht lesen. Also wir sehen da schon, dass es so übergreifende eventuell Ähnlichkeiten
gibt. Herr Suppan. Eine ketzerische Frage. Welche Rolle haben die großen Kriege neben der Revolution beigetragen? Der 30-jährige Krieg, der spanische Erbfolgekrieg, der 7-jährige Krieg, die napoleonischen Kriege, erster, zweiter Weltkrieg. Ich wiederhole die Frage kurz, weil sie jetzt vor dem Mikrofon gestellt worden ist. Also Barth fragt nach den militärischen Konflikten, nach Kriegen, die dem, ja, und eben explizit den großen Kriegen, der in der frühen Neuzeit mit dem 30-jährigen Krieg ganz markant ist. Und wir haben kennen genügend andere große Kriege danach, wie da das Verhältnis zum Medienwandel ist. Also ich würde den Kriegsbegriff weiter fassen. Dann funktioniert's. Also mit den großen Kriegen, da hat man große Zerstörungen, nicht? Da hat man zwar auch eine lebhafte Publizistik, aber es gibt auch viele Gegenbewegungen. Aber wenn Sie, also kann man sozusagen bei Gutenberg anfangen. Es gibt den Mainzer Stiftskrieg, also große Auseinandersetzungen um die Gestaltung und um die Besetzung des Bischofsamts im Hochstift Mainz. Und oder dann haben wir natürlich die Reformation, ist ein Glaubenskrieg, wenn man so will, nicht? Also das ist natürlich einer der großen Motoren, das sozusagen diese Medienproduktion ankurbelt, auch dazu führt, dass neue Druckereien eingerichtet, auch neue Universitäten eingerichtet werden an Orten, wo vorher nie welche waren. Also was mir in der Diskussion ein bisschen zu kurz gekommen ist, das ist der Begriff der Freiheit, nicht? Also den könnte man damit verknüpfen und sagen, warum hat England eine retardierte Entwicklung erstmal im 16. Jahrhundert und Frankreich auch, weil die Monarchie versucht, die Freiheit der Einzelnen einzuschränken. Das betrifft das Wirtschaftsleben genauso wie die Buchdruckerei. Und in England kommt der große Durchbruch dann während des englischen Bürgerkriegs, nicht? Warum? Und auch interessant, warum kommt der Durchbruch? In England gibt es die wunderbare Einrichtung, also auf die sollten wir vielleicht mal zurückkommen, dass Gesetze zeitlich befristet sind. Zum Beispiel das Zensurgesetz, nicht? Und weil sich das englische Gesetz über nichts einigen konnte in den 1540er Jahren, haben sie nicht rechtzeitig das Zensurgesetz verlängert und plötzlich war die Presse frei. Und dann fängt ein Pressekrieg an. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen, also auch in Deutschland oder im Heiligen Römischen Reich nicht oder in Italien, wo bis dahin drucken die Zeitungen hauptsächlich außenpolitische Nachrichten. Also zum Beispiel in Wien, die Wienerische Zeitschrift, die es seit, also glaube ich, 1620 gibt, wenn ich mich recht erinnere, die druckt nie Nachrichten über Wien, sondern am besten irgendwie Skandale aus irgendwelchen protestantischen Ländern und umgekehrt, Hamburg berichtet nie über Hamburg, sondern lieber über Skandale in Österreich. Und mit dem Zusammenbruch der Pressezensur, mit dem Zusammenbruch der Pressezensur in England in den 1640er Jahren berichten die Zeitungen nur noch über Inneres. Also so wie heute noch die englischen Zeitungen, die hauptsächlich über Innenpolitik berichten und die äußere Welt kommt so wenig vor wie in Amerika, außer bei Leitmedien wie Washington Post oder sowas. Also das ist diese neue Freiheit ermöglicht eine völlig andere Form der Mediennutzung und natürlich, also man muss auch sagen, in England gab es vorher nur zwei Druckorte, nämlich Oxford und London, weil das auch kontrolliert worden ist, genau wie in Frankreich die Zahl der Drucker und Druckerstädte kontrolliert worden ist. Und dadurch, dass man diese Befreiung hat, gibt es plötzlich überall Druckereien und die drucken natürlich immer, also kontroverse Sachen am liebsten und es lesen auch die Leser am liebsten. Also die lebten damals alle in ihren Filterblasen, wenn man so will. Kann man auch sagen, wenn der eine liest lieber eine konservative Zeitung, der andere eine sozialistische oder eine liberale, das sind auch Filterblasen, wenn man so will. Also man soll sich nicht zu sehr aufregen über das, was mit den neuen Medien passiert. Ein Wort würde ich noch gern anbringen. Darf ich noch ein Satz sagen? Ja, letztes. Das ist ja relativ ungeduldig.
ungeduldig. Nein, nein, ich bin nicht ungeduldig. Weil ich hatte diese schöne Definition von Herrn Mattes über den Digital Lifestyle, wo die Trennlinien verschwimmen und man eine intensive Nutzung des Internets hat. Und darin kann man eine mediale Zäsur sehen. Also für mich ist als Frühneuzeithistoriker ist das die typische Beschreibung eines Druckerverlegers des 17. Jahrhunderts. Der lebt, der verschwimmen die Trennlinien zwischen Privaten und Geschäft und der lebt im Internet. Und das ist das internationale Postwesen. Und das ist eine mediale Zäsur. Sehr schöne Definition. Vielen Dank. Vielen Dank auch für den letzten Vergleich. Ich versuche eine Antwort aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive, was Kriege sozusagen bedeutet haben. Und aus meiner Perspektive ist ganz klar, jede große Auseinandersetzung, also die von Ihnen genannten Zäsuren, haben einen Schub der Propaganda bedeutet, schon im Dreißigjährigen Krieg. Und Propaganda hat sich immer der neuesten technologischen Mittel bedient. Und es hat sich nicht nur in der militärischen Auseinandersetzung selbst, sondern vor allem was Memorialkulturen, also sozusagen die hegemoniale Deutung, wer den Krieg gewonnen und verloren hat, und besonders die Narration des ehrenhaften Verlierers, also im amerikanischen Bürgerkrieg die Südstaaten oder Deutschland im Ersten Weltkrieg, das waren sozusagen propagandistische Nachwirkungen, die sich übrigens auch aller Medien bedient haben. Und wenn man sieht, was Propaganda auch im Ersten Weltkrieg in Österreich, das damals technologisch relativ weit hinten war, aber selbst da hat Kaiser Karl noch auf Wachsschallplatten Propaganda-Ansprachen für die Sonsofront gehalten. Also kurz gesagt, aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive ist Krieg immer ein Motor für Propaganda gewesen und Propaganda hat immer sich der neuesten technologischen Mittel bedient und das hat auch immer gleichzeitig, zumindest ab dem 19. Jahrhundert, sozialwissenschaftliche Forschung angereizt, um zu erforschen, wie Propaganda gut wirkt. Also die ganze PR- und Marketingforschung, der Krieg ist doch hier der Vater aller Dinge, kommt aus der Propagandaforschung. Man wollte wissen, was ist. Und die erste große Marktforschungsaktivität, qualitativ und quantitativ, die Berichte aus dem Reich vom SD, haben ja direkte Wirkungen gehabt auf die Goebbelsche Propagandamaschinerie und so weiter und so fort. Dasselbe gibt es für mehr. Also ich möchte es gar nicht schildern. Und in Vietnam sozusagen der erste im Fernsehen übertragene Krieg, der nicht kontrolliert wurde, hat unmittelbar dazu geführt, dass die amerikanischen Streitkräfte dann zum Embedded Reporting übergegangen sind und eben nicht mehr unabhängige Journalisten und Journalistinnen berichtet haben. Also ich möchte das gar nicht im Detail ausführen. Also erstens die Beobachtung Propaganda und Propagandaforschung und zweitens eine Zeitbeobachtung. Auch asymmetrische Kriege werden mit den modernsten Mitteln der Propaganda geführt. Und das, was wir jetzt beobachtet haben im deutschen Bundestagswahlkampf, übrigens auch in Österreich, die ganzen Fehlinformationen durch Trolling-Aktionen des russischen Militärgeheimdienstes FSB, wurde übrigens auch schon in Standard und Presseforen nachgewiesen, diese Troll-Attacken in Bezug auf Covid. Man soll sich nicht impfen lassen, weil eine bessere und billigere Möglichkeit, unsere Gesellschaft zu destabilisieren, gibt es ja gar nicht. Also auch in Zeiten heute werden asymmetrische Kriege mit sozusagen den modernsten technologischen Mitteln geführt. Das heißt, meine kurze Antwort wäre ja, der Krieg war auch hier der Vater aller Dinge und das von sozusagen dir, Herbert, adressierte World Wide Web geht ja eigentlich auch auf die Idee zurück, im Fall eines Atomschlags kommunikationsfähig zu bleiben und nicht auf die Idee, das ist ja die positive Narration, da hat man sich am CERN versucht zu vernetzen. Ja, das ist sozusagen die schöne Erzählung des World Wide Web, aber die militärhistorische Erzählung wäre, man hat eine Kommunikationsinfrastruktur gebraucht, um im Fall eines Atomschlags auch noch die Raketensilos zu erreichen, die sozusagen von allen Das war beim APANET, zum Beispiel die Idee dahinter. Nicht erreicht worden. Ja. Also, okay, Entschuldigung. Das war also die kurze Antwort, ja, Herr Mattes, ganz relevant. Also das war auch die Idee beim APANET dahinter, also wo die sehr enge Verzahnung zwischen Forschung auf der einen Seite, auf der anderen Seite Verteidigungsressort in den USA genau das zum Ziel hatte. Aber ich möchte auch sagen, wir tun immer so, als Fake News ist etwas, was die Gegenwart so bewegt.
Fake News gibt es in der Geschichte, das beginnt schon sehr, sehr früh, ja. Schon bei den, ja, mir fallen ein paar Beispiele ein, vielleicht können wir dann später reden in einer eigenen, aber nee, zum Krieg direkt, ja. Selbst die seriöse Times hat im Ersten Weltkrieg verbreitet, allen Ernstes, die Deutschen würden englische gefallene Soldaten zur Seife verarbeiten, ja. Hat das abgedruckt. Ich habe das sogar so auf meinem Stick gespeichert, wenn es jemand interessiert. Oder denken Sie an Colin Powell etwa im zweiten Irakkrieg, ja, der damalige Verteidigungsminister musste dann den Kopf hinhalten, aber das hat die amerikanische Propaganda hat behauptet, Saddam Hussein hat also Giftarsenale angelegt, das war nicht wahr und das hat auch die amerikanische Armee gewusst, aber das wurde gezielt eingesetzt, diese Fake News, um also die Kriegsbegeisterung oder Motivation zu steigern. Ja, vielen Dank. Ja, bitte, Herr Klassenpräsident. Haben Sie eins? Und war noch eine zweite Wortmeldung? Genau, dann am Anschluss bitte. Danke. Dritte. Wenn es übertragen wird, macht es keinen Sinn, weil sonst hört man den Ton nicht. Also, du hast genau damit begonnen, mit diesen Fake News. Wir sind aus der wissenschaftlichen Literatur gewohnt, wenn das ein gereviewtes Paper ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler drinnen sind, nicht mehr sehr groß. Heute wäre man imstande, locker bei allem, was erscheint, innerhalb kürzester Zeit vollautomatisch den Wahrheitsgehalt einer Information zu überprüfen und mit irgendeiner Marke zu versehen. Ich weiß nicht, rot, grün, gelb oder für mich aus mit dem Index, wie viel Prozent. Man könnte sogar bei gesprochenen Worten machen. Also wenn irgendein, ich sage jetzt Politiker, etwas vorträgt, dass dem dann ein Zeiger ist, ob das jetzt grün, orange oder rot ist. Also ob der offensichtlich Unfug redet und was richtig ist. Wieso passiert das nicht? Technologie wäre da, aber es passiert nicht. Die Chinesen machen es sicher. Wir haben immer noch Tradition, dieses Medium hat einen hohen Wahrheitsgehalt. Da schauen wir uns in der Neuen Zürcher Zeitung nach oder wir schauen bei der Welt nach, das wird schon stimmen und im Dempfohl-Wahlblatt, da kann man nichts. Wieso, warum braucht es so ein Branding, das über Jahre gewachsen ist? Man könnte jetzt locker branden und sagen, das ist so. Warum macht man das nicht? Danke. Ja, da kann man es hin. Nein, schon wieder ich. Also vielleicht weiß wer anderer warum, aber sozusagen, also erstens würde ich sagen, gibt es das, zum Beispiel healthfeedback.org oder climatefeedback.org, das sind Homepages, die ganz konkret alles, was jetzt zum Beispiel in Bezug auf Corona wirklich auf einen Mausklick, healthfeedback.org, das kann man anklicken und dann weiß man sofort, das stimmt und das stimmt nicht. Und einen zweiten Grund gibt es, dass eine der wesentlichen Funktionen, die Journalismus heute hat oder die Medien heute haben, ist ja nicht mehr Gatekeeping. Also zu sagen, man kanalisiert die Nachricht und verbreitet sie in ein dispersives Publikum, sondern kontextualisieren und kommentieren. Das heißt, das Einordnen und Kontextualisieren von Nachrichten. Da geht es nicht um die Frage, ist das richtig oder falsch, sondern was tue ich mit der Information? Wie kann ich das kontextualisieren? Weil die Frage, was passiert ist, das erfährt man wahrscheinlich auch, ohne dass ich die Zürcher Zeitung, die Süddeutsche, die Zeit und wie sie alle heißen, lese, sondern was ich dort eigentlich möchte, ist Orientierungswissen. Und die zweite ganz relevante Frage ist, das müssten wir uns vielleicht als Akademie der Wissenschaften auch einmal stellen, diese Frage, es gibt leider keine Vernunft der Tatsachen. Das heißt, Fakten bewirken leider nichts in der Welt und die empirische Evidenz, auf die wir uns verlassen, ich sage jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel, ich glaube, es ist unstrittig, dass die Risiken der Impfung in überhaupt keinem Verhältnis zu den Risiken der Krankheit stehen, oder? Es ist unstrittig. Dennoch gibt es Leute, die sagen, ja, lass mich nicht impfen, obwohl das Faktum ist ja komplett klar, oder? Und die Frage ist, gibt es eine Vernunft der Tatsachen, die unmittelbar handlungsrelevant ist und können Medien Mittler zwischen dieser Vernunft der Tatsachen und den vernünftigen Entscheidungen sein? Ich möchte jetzt nicht Klimawandel und CO2-Besteuerung und ja, das Phänomen, ich sage es jetzt einmal hier in dem Kreis, Preiselastizität und 8 Cent, geht das zusammen als Konzept? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich auch nicht wirklich. Soll heißen, welche Rolle können Medien dabei spielen? Und da glaube ich, dass die Frage, um die diskutiert wird und um die in gesellschaftlichen Arrangements gerungen wird, nicht eine Frage von Faktenbasierung und wissenschaftlicher Qualitätssicherung ist. Das treibt uns in der Wissenschaft um.
Also wenn wir sagen, das ist in Lancet publiziert, dass die Impfung hilft, dann glauben wir das. Aber die Frage ist eigentlich, wie wird das kontextualisiert und eingeordnet? Und da beginnt dann die Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen normativen und ideologischen Positionen. Gut, vielen Dank. Ich hätte noch eine Antwort. Ja, ich würde ganz kurz dazu auch nur sagen, ich würde das auch nicht als einen Teil des Journalismus in dem Sinne sehen, sondern so ein Wahrheitsbarometer wäre ja was anderes als Journalismus. Das wäre für mich am ehesten noch so ein datenbasiertes Fact-Checking. Aber Journalismus ist für mich auch Vielfalt und Meinungsvielfalt abzubilden, auf der, also Anbietervielfalt, Meinungsvielfalt, Vielfalt der Inhalte. Und da ist dann diese einordnende Rolle wirklich hochrelevant. Das führt uns zu ganz anderen Problemen, nämlich zum Beispiel solchen der Aus- und Fortbildung in neuen Medienumgebungen. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Bitte kurz immer antworten, in Anbetracht auch der fortgeschrittenen Zeit. Herr Beringer, Sie wollten noch was sagen. Ich hätte da schon noch eine andere Antwort drauf. Und zwar, dass es überhaupt nicht wünschenswert ist, Meinungen zu stigmatisieren, sobald sie geäußert werden. Das ist ja gerade der Weg, auf dem die Freiheit verschwindet. Die Freiheit besteht auch darin, völlig falsche Meinungen, also in den Augen anderer falsche, zu äußern und das zu tolerieren. Nicht? Also ich denke, die chinesische Regierung wird sich sicher sowas überlegen, so ein System, und vielleicht die Russen auch, wo man die Meinungen, sobald sie geäußert werden, irgendwie mit einem Rot- oder Alarmkennzeichen versieht. Und ich denke, dass es die freien Gesellschaften kennzeichnet, dass man das einfach hinnimmt in einem, also und sagt, naja gut, komische Leute gibt es, die gab es immer schon. Ich kann vielleicht ein schönes Beispiel aus der Reichsstadt Augsburg bringen. Im 16. Jahrhundert, da wird eine Frau verhört, bei der immer ein Nachbar vorbeigeht und sich am Gartentür bekreuzigt. Und die Obrigkeit fragt dann nach, warum, also ob sie vielleicht also im Verdacht der Zauberei steht oder so. Und diese Frau verteidigt sich. Und das ist typisch für die freien Reichsstädte, nicht? Dass man die andere Seite hört. Die Frau verteidigt sich und sagt, naja, dieser Kerl ist ein bisschen komisch, was kann ich wissen, warum der sich da bekreuzigt, mit mir hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Und die wird auch einfach wieder laufen gelassen, nicht? Also man hat da so diese Atmosphäre der Freiheit in diesen freien Reichsstädten. Und die wäre doch ganz schön, wenn uns die in unserer Gesellschaft auch erhalten bliebe. Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte. Ich darf mir ganz kurz vorstellen, mein Name ist Gábor Homza von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Meine Frage richtet sich in erster Linie an Herrn Matthies, aber auch an Herrn Beringer in Bezug auf Gottfried Wilhelm Leibniz. Also zwei Traktate sind ja vorhanden. Der erste in lateinischer Sprache verfasst, der zweite, der etwas später geschrieben wurde, in französischer Sprache. Aber etwa 25 Jahre lange hatte noch Leibniz gelebt. Also bekanntermaßen verstarb er im Jahre 1716. Und außerdem, er hat, also der Universalgelehrte Leibniz, unheimlich viele Briefe, traktatsähnliche Briefe geschrieben. Durchschnittlich pro Jahr etwa 300, insgesamt etwa 15.000. Und meine Frage ist, in diesen Briefen, also nach der Publikation dieser zwei Traktate, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass er seine Gedanken in dieser Richtung weiterentwickelt habe oder nicht? Das wäre meines Erachtens außerordentlich wichtig. Vielen Dank. Ich glaube, da kann ich was dazu sagen. Also Sie haben das vollkommen korrekt dargestellt. Leibniz hat also in zwei Abhandlungen das dargestellt. Das erste war schon sehr, sehr früh, ja. Und er hat auch vorgeschlagen, so eine Dualmaschine zu bauen. Das wurde auch nachgebaut, und zwar mit Kugeln, also die dann hinuntergefallen sind, offen, ja, also eins oder nicht, null, ja. Und tatsächlich konnte man, und das war eine nachträgliche Konstruktion, er hat es nicht selbst ausgeführt, er hat es nur gedanklich skizziert, konnte man also die vier Grundrechenarten
und um die ging es ja zunächst auch mit der ganzen Entwicklung von Rechnern ausführen. Aber wie gesagt, das ist ein Nachbau und das hat sich dann als richtig herausgestellt. Das, was ja ähnlich passiert ist, also mit der Analytical Engine von 1864, ja, war auch ein gedankliches Konzept. Er hat es versucht, aber er scheiterte, wie gesagt, an der Feinmechanik der damaligen Zeit. So gesehen sind das interessante Vorläufer. Leibniz war ein Polyhistor ersten Ranges. Er hat ja auch eine Rechenmaschine gebaut, eine mechanische, die er etwa vorgestellt hat an der Royal Society in London und wurde daher zum Mitglied der Royal Society gewählt. So beeindruckt waren die von dem. Also das ist aber in einer Vielzahl von so mechanischen Rechnern von Pascal etwa und so weiter, die damals gebaut worden sind im Laufe von ja, mehreren Jahrhunderten eigentlich. Die tollste Rechenmaschine, die gebaut wurde auf mechanischem Wege, kommt von einem Österreicher, Kurt Herzstark, der also zwei sogenannte Kurter-Maschinen, ich habe selbst eine zu Hause, die vor allem gedacht waren für Forstarbeiter, weil die vor Ort dann rechnen konnte. Und es ist wunderbar, das ist eine kleine trommelförmige Maschine, wo sie Drehen und Einstellung des Zählwerkes und so weiter alle vier Grundrechenarten ausführen können. Das ist sozusagen der Gipfelpunkt der mechanischen Rechnerentwicklung. Also besser kann man es nicht machen. Nur scheitert das Ganze dann, dass sehr rasch elektronische Taschenrechner aufgekommen sind, in dem Fall von Texas Instruments. Ja. Aber das hat eine wahnsinnig lange Geschichte. Zu Leibniz zurückkommen, der hat ja alles. Er hat historische Abhandlungen geschrieben, über chemische Elemente gearbeitet. Also er war wirklich der letzte oder einer der letzten Universalgelehrten, kann man sagen. Ja. Und auch womit er sich befasst hat, die Gründung der Russischen Akademie der Wissenschaften, die relativ früh war, geht auch auf einen Vorschlag von Leibniz zurück. Also der Mann war dermaßen umtriebig. Ja. Das hat ihn eine Zeit lang sehr interessiert, aber dann war es für ihn vorbei, wie das nicht funktioniert hat mit der Dualmaschine. Ja. Vielen Dank. Herr Beringer, Sie wollten auch noch antworten. Ich gestehe meine völlige Unwissenheit in der Leibniz-Forschung. Okay, gut. Ich glaube, es war zuerst noch eine Wortmeldung da hinten und dann. Bitte sehr. Ja, mein Name ist Stöhr. Ich möchte mich gern beziehen auf den Impulsvortrag von Herrn Kamersin. Sie haben gesagt, dass relativ viele Werbeeinnahmen bereits in die neuen Medien abfließen. Und das geht natürlich den standardisierten Medien, Printmedien, ORF etc. verloren. Ist diese Entwicklung eigentlich noch umkehrbar oder muss man wirklich sagen, das ist ein Umbruch und irgendwann einmal werden die Printmedien bzw. auch ORF oder Ähnliches dann vielleicht ins Hintertreffen kommen und vielleicht sogar dann untergehen? Eine kurze Antwort wäre, das hängt von den Entscheidungen ab, die wir jetzt treffen. Das ist ja keine naturgesetzliche Entwicklung und keine naturgesetzliche Kategorie, sondern wie jeder Markt ist auch der Medienmarkt von den ordnungspolitischen Strukturen abhängig und von den Governance-Strukturen. Das heißt, die Frage lautet ganz konkret, wie organisieren wir das und wie organisieren wir Refinanzierung von Medien? Und da können wir uns dann drüber unterhalten, gesellschaftlich, was die Zielsetzungen sind. Mein Vorschlag wäre, möglichst politikfern, möglichst pluralistisch, möglichst unabhängig, möglichst an Qualitätskriterien orientiert. Und jetzt können wir dann noch drüber reden, was die Qualitätskriterien sind. Und die Frage ist, wie kann man das organisieren? Da gibt es verschiedenste Vorschläge über Stiftungen, über Medienförderung, die durch unabhängige Juries sowie in der Wirtschaftsförderung vergeben wird. Die Hoffnung, dass ein komplett versagender Markt, und der Medienmarkt ist aus medienökonomischer Perspektive ein Prototyp für Marktversagen, das ist ein prototypischer Markt, meritorische Güter, hoher öffentlicher Guts, egal, ja, Economies of Scale Industry, egal, also ist prototypisch für Marktversagen. Also die Hoffnung, dass das der Markt lenkt, gibt es nicht. Und die Hoffnung, dass ein überraschender Gesinnungswandel der Menschen stattfindet, die plötzlich sagen, ich zahle jetzt auch für Online- und Digital-Abos, die Zahlen aus dem September habe ich Ihnen für Österreich vorgelesen,
die habe ich offen gestanden, trotz aller medienpädagogischer Bemühungen, und als Kommunikationswissenschaftler ist, glaube ich, keiner gegen eine Hebung der Medienkompetenz und gegen medienpädagogische Bemühungen auch nicht. Das heißt, die Antwort lautet, so wie ich es zum Schluss versucht habe zu skizzieren, das müssen wir als Gesellschaft jetzt entscheiden und jetzt organisieren. Und ich halte, das ist mein Schlusssatz dazu, in der Frage der Gestaltung, der ordnungspolitischen Refinanzierungsgestaltung des Medienmarktes Res Publica für einen besseren Ansatz als Public Relations. Mhm. Ja. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte. Mikrofon. Ach so, Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. Ja, bitte. Doch. Lassen wir den Julius. Also wir haben es ja bei dieser Revolution, die sich vollzieht, mit vielen Entwicklungen zu tun, die auf exponentielles Wachstum letzten Endes hinauslaufen. Zum Beispiel, wie wir bei dieser Grafik vorhin gesehen haben, wo sich die Rechenleistung regelmäßig verdoppelt und potenziert. Das gilt natürlich auch für andere Bereiche, wie zum Beispiel die Anzahl der jährlichen wissenschaftlichen Publikationen. Und meine Frage ist, was kann es bedeuten, dass sich diese exponentiellen Wachstumsentwicklungen vollziehen, während gleichzeitig die menschlichen Kapazitäten gleich bleiben? Was kann das für den Einzelnen bedeuten, für die Gesellschaft und letzten Endes für den Lauf der Weltgeschichte? Gute Frage. Da bist du berufen, glaube ich. Herr Behringer, Sie haben global vorhin die Globalgeschichte, das Weltall angeführt. Wenn ich das wüsste. Ja. Ich versuche eine kurze Antwort und bitte um Korrektur oder Ergänzung aus dem Podium. Eine Antwort wäre, angesichts der Überflutung an Informationen wird höchstwahrscheinlich die Selektion von Informationen das entscheidende Kriterium sein. Denn unser Problem ist nicht nur in der Wissenschaft, sondern generell der Überfluss an Informationen. Sondern, das heißt, es kommt darauf an, nach welchen Kriterien filtere ich die Information und wie sozusagen entscheide ich, was relevant ist oder im Sinne Georg Passeur, was wahr ist, was sozusagen evidenzbasiert ist. Und bei der wissenschaftlichen Publikationsflut bin ich ganz offen gestanden der Meinung, man sollte akademische Governance vielleicht im Anreizsystem von Quantität wieder auf Qualität zurückfahren und die ganzen Hirsch-Indizierungen unter Umständen sozusagen überdenken, weil das, was dort passiert, ist die Least Publishable Unit. Das heißt, ich schneide eine wissenschaftliche Erkenntnis in so kleine Scheibchen, dass ich sie in 3 Journals publizieren kann und dann rotiere ich die Erstautorenschaft durch in der Mannschaft, damit jeder einmal vorn dran steht, und das kann kaum einer bewältigen. Also ich kann es nicht einmal in meinem eigenen Fach bewältigen. Wie ich angefangen habe, konnte man Medien- und Kommunikationswissenschaft noch überblicken. Inzwischen kann man es nicht einmal mehr in den Fachgruppen, weil das so explodiert. Das heißt, ich glaube, auch für die Wissenschaft ist die Frage des qualitativen Wachstums vor dem quantitativen Wachstum etwas, das wir uns überlegen könnten. Das wäre eine ganz kurze Antwort. Ja, vielen Dank. Bitte sehr, jetzt. Sie waren im Windschatten von mir. Ja, im Blickschatten auch. Ja. Ich komme von einem ganz anderen Gebiet, aber es ist faszinierend, Historiker über ihre Themenfelder reden zu hören, weil man so viel lernt aus dem Rückblick. Erlaubt diese Akkumulation des Wissens eine Art der Extrapolation? Das Moore'sche Law ist ja nur ein Beispiel von Methodengefüge. In der Wissenschaft kommt man, und in vielen anderen Bereichen, nur dorthin, wohin man kann und nie, wohin man will. Und das Können hängt eben von den Technologien ab. Aber kann man sich auf der Ebene ihres Wissens mit dieser Zukunftsentwicklung eigentlich schon auseinandersetzen, oder geschieht das einfach? Sind diese Parameter überhaupt fassbar? In der biologischen Evolution, um das nur als Beispiel zu nehmen, wenn ich das also so fachübergreifend formuliere, wir haben unglaublich viel Wissen, wie Leben entstanden ist, wie sich diese Moleküle entwickelt haben, bis zur hohen Form hinauf, aus die wir uns bewerten. Aber all dieses Wissen erlaubt einem nicht einmal ansatzweise zu extrapolieren, wie es weitergeht. Haben Sie ein ähnliches Problem?
Vielleicht antworte ich jetzt doch drauf. Ja. Also jetzt bin ich nicht nur Stimme für andere, weil das ein technokratischer Traum ist, der von Informatikern betrieben wird, aktiv zu glauben. Und nicht nur von Informatikern auch, also, ja, zu glauben, dass man mit ausreichend statistischen Daten über historische Vergangenheit Vorhersagen treffen könnte. Peter Turchin ist da vielleicht die kritischste Figur, dem Mathematiker nachweisen können, dass es seine Modelle mathematisch nicht sauber genug sind, um den Anspruch der Glaubwürdigkeit zu erzeugen, den nur weil es Mathematik ist, man erzeugt. Es gibt andere, die an sich sehr honorige und sinnvolle Vorhaben mit diesem Argument verkaufen. Nämlich die Vorstellung, dass wir historische Informationen irgendwann in einer Menge haben, die wir jetzt hier gerade beschrieben haben, dass sie nicht nur die gegenwärtigen Informationen, sondern überhaupt so groß sind, dass wir sie nicht mehr übersehen können. Dass der einzelne Forscher irgendwie entweder peinlich wird, weil er so globale Thesen schwingt, und Herr Behringer kann es viel besser, als dass es jemals peinlich würde, oder dass er einfach, man sich auf das Winzige beschränkt. So. Und das ist was wahnsinnig spannend ist, diese Interaktion mit einer Informationsmenge. Und da käme eine Variante zu dem, was Herr Kammersehen gesagt hat, für mich ins Spiel, dass wir uns, glaube ich, in dieser Wissensmenge daran gewöhnen werden, gar nicht mal müssen, sondern es passiert von selbst, dass es ein Rauschen gibt, dass es Dinge gibt, die wir nur noch in ihrer schemenhaften Aggregation wahrnehmen. So, es war ein kleiner Seiteneffekt. Geschichtswissenschaftler würden sich normalerweise nicht dazu versteigen, und bitte korrigieren mich meine Kollegen, Prognosen zu machen, die über Analogien, Hypothesen, Assoziationen hinausgehen. Also zu sagen, das kommt mir bekannt vor und damals war es so und jetzt ist deine Entscheidung, wie es weitergeht. Das ist, trauen wir uns hin und wieder? Aber eine Prognose daraus zu machen, ist völlig unmöglich. Und ich bin froh zu hören, dass ein Biologe hier sagt, selbst wir, die wir empirisch arbeiten und die wir ganz viel Erkenntnisse gewonnen haben, eine Vorhersage über evolutionsbiologische Weiterentwicklungen, bitte nicht mit uns. Fühle ich mich als Historiker sehr wohl in der Gesellschaft, freut mich, dass ich das hier gleich ab jetzt immer sagen kann. Ich bin wie die Biologen. Bitte, Herr Behringer und dann Gabi. Also wir Historiker beschäftigen uns ja mit Prognosen für die Vergangenheit. Und da tun wir uns manchmal schon schwer. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, haben wir es ganz gut im Griff. Auch das Problem der Unvorhersehbarkeit, der Unvorhersagbarkeit der Zukunft, wenn man nicht gerade an Astrologie geglaubt hat, das gab es natürlich auch. Und der Orientierungslosigkeit angesichts dieser Unsicherheit. Also das haben wir vor allem im 16. Jahrhundert, wo die Menschen den Eindruck hatten, das Leben wird immer schneller. Nicht? Das bekennen wir alle aus unserem eigenen Leben, aber Sie können haufenweise Quellenbelege aus dem 16. Jahrhundert finden, wo die Leute das auch so empfunden haben. Und sie haben auch recht gehabt aus ihrer Sicht. Also aus unserer Sicht heute sagen wir natürlich, worüber haben die sich überhaupt aufgeregt. Was man auch finden kann, also es gehört vielleicht auch in den Komplex, das ist die Angst vor einer großen Katastrophe in der Zukunft, einem Weltuntergang. Nicht? Wir haben ja heute jede Menge Weltuntergangspropheten. Im 16. Jahrhundert haben wir jedes dritte Jahr ungefähr eine Weltuntergangsvorhersage. Nicht? Die waren mit allen möglichen Gründen begründet, astrologisch oder biblisch oder also aus was für Gründen immer. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, die sind nicht eingetroffen. Und wenn ich eine Prognose wagen darf für die Zukunft, und jetzt mache ich es doch, es wird auch in Zukunft nicht eintreffen. Ja, vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Gabi. Gut, ich glaube, Historikerinnen sind schlechte Prognostikerinnen. Das kommt schon in diesem wunderbaren Zitat von Jakob Burckhardt, das Arno Strohmeier eingangs anführte. Geschichte macht nicht klug für ein andermal, sondern weise für immer zum Ausdruck. Also dazu tagen wir nicht. Ich glaube, was die Geschichtswissenschaft leisten kann, ist bestimmte Frageperspektiven auf unsere eigene Gegenwart
durch historische Phänomene, die dem Gleichen in einer diachron vergleichenden Perspektive zu eröffnen. Also zum Beispiel ein globales Phänomen wie der Medienwandel unserer Gegenwart, dass man genau schauen muss, dass wir nicht extrapolieren können von unseren westlichen postindustriellen Gesellschaften auf den Rest der Welt, zum Beispiel auf Afrika, was uns ja alles so aus dem Blick gerät vielfach. Also dafür zu sensibilisieren, ich glaube, das ist die was Geschichtswissenschaft leisten kann. Also nicht in dem Sinn zu sagen, das war früher aber auch schon so. Nichtsdestotrotz möchte ich es machen wie Wolfgang Behringer und diese Erkenntnis, das war früher auch schon so, ein bisschen dazu nutzen, diese apokalyptischen Diskurse der Gegenwart, und ich glaube, das ist gemeint, macht Weise für immer, ein bisschen zu relativieren, denn diese Phänomene, die wir gerade haben, eine Überfülle an Informationen, niemand kann mehr damit umgehen, es ist alles krisenhaft, es kündet vom Ende der Zeit, das haben wir, das kennen wir aus historischen Perspektiven, und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir, dass in langen Prozessen diese dysfunktionalen Momente ganz allmählich reguliert werden konnten, denn das ist das zentrale Problem der europäischen Gesellschaften. Ich würde nicht sagen Freiheit, Wolfgang, ich würde sagen mangelnde Kontrollmöglichkeiten, also Rückständigkeit. Europa ist rückständig gegenüber zum Beispiel China um 1500. Also diese, in einem langen Prozess gelingt es allmählich, und in einem langen Prozess, und das scheint mir das Entscheidende zu sein, und da gibt es interessante Forschungen, zum Beispiel von einem großen Schweizer Forschungsverbund Mediality, ist, dass sich die Menschen in ihren Praktiken, wie sie damit umgehen, dass sie sich anpassen an diese Erfordernisse, die von diesen neuen Medien ausgehen. Und insofern würde ich meinen, dass eine geschichtswissenschaftlich vertiefte Betrachtung etwas Gelassenheit in gegenwärtig auch zum Teil ja sehr aufgeregt geführte Debatten führen kann. Und ich würde meinen, das ist kein ganz kleiner Beitrag, den eine Wissenschaft zur gegenwärtigen Lage leisten kann. Vielen Dank. Meine Frage jetzt, gibt es Fragen im Chat? Es gibt eine Frage im Chat, die ein bisschen, also sie ist sehr faktenorientiert. Ob es stimmt, dass etwa nur 2/3 bis 3/4 der Menschheit das Internet und Smartphone nutzen können, und ob man deshalb von einer digitalen Blase als soziale Spaltung einer globalen Zivilisation rechnen müsste. Und eine zweite Frage, wie das Podium sich zu Blockchain-Technologien als und ihren Effekt auf das Gemeinwohl bezieht. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht kurz über das Zweite reden. Das Erste ist, glaube ich, eine Sachfrage, die wir, gibt es jemanden im Raum, der sagen kann, es gibt genau so und so viele Smartphones? Aber wirklich nur ganz kurz, weil wir sind mit der Zeit sehr weit vorangeschritten. Und vielleicht, das erste akustisch nicht das, ganz verstanden. Also der Digital Divide war die Frage, wie ausgeprägt ist der? Wie viele Leute haben Zugang zum Internet und nicht, wie viele nicht? Die Frage ist ja, wo? Also sozusagen, wenn wir jetzt weltweit ist es sicherlich sehr unterschiedlich, aber da muss man auch sehen, dass viele Gesellschaften ja Medientechnologien übersprungen haben und sehr schnell das Smartphone, ich war unlängst noch in Kenia, da wird auf dem Smartphone bezahlt. Also das heißt, diese Währung M-Pesa ist nur fürs Smartphone überhaupt entwickelt worden. Und das sind überwiegend asiatische Smartphones, soweit ich das beobachten konnte, also eher chinesische. Und es gibt dann natürlich auch noch die Teile der Welt, wo der Zugang zum Internet über bestimmte Plattformen reguliert wird. Also wenn wir an den Facebook-Konzern denken, der in Indien das Tor zum Internet ist. Und wir hatten ja vor einigen Tagen diesen Breakdown, keiner konnte mehr auf sein Instagram und sein WhatsApp. Wir konnten aber noch ins Internet, jemand in Indien nicht. Das heißt, da muss man sich, glaube ich, auch die Situation in den Ländern anschauen und welche Form von Divide man meint. Ob es ein Zugangsdivide ist, ein Kompetenzdivide ist, ein Wissensdivide. Die gibt es alle gleichzeitig und alle unterschiedlich. Also das wäre da meine Antwort. Also auch eher Komplexität ist noch mal höher als nur davon auszugehen, man hat das Smartphone. Was macht das dann? Du mal noch die zweite Frage. Ja, die Frage zur Blockchain. Die Wirkung der Blockchain auf das Gemeinwohl.
Blockchain ist ein sehr spezielles Phänomen, weshalb man, glaube ich, ich würde die Frage eigentlich lieber etwas verallgemeinern, weil das ein Beispiel dafür sein kann, dass man sagen kann, da gibt es Technologien, die konzeptuell Dinge wie Kontrolle aus zentralistischen Staaten entführen könnte, aber trotzdem kontrollierte Wirtschaftsleben einführen könnte. Das ist das Versprechen der Blockchain gewesen, zu sagen, wir können Vertrauensketten bilden, ohne die an Autoritäten abgeben zu müssen. Und damit reduzieren wir Macht der Autoritäten. Gleichzeitig ist es eine Technologie, wo wir merken, dass sie in Märkten ein Eigenleben entwickelt, den man nicht mehr anmerkt, dass es ihnen um einen Befreiungseffekt geht. Naja, ja. Genau. Ich meine, damit ist es ein Beispiel für alle unsere Technologien, die wir so haben, die so zweischneidig sind. Nein, ich würde sagen, Blockchain hat was Zweites. Also ich würde sagen, erstens kommt es darauf an, wie man den Gemeinwohleffekt von Zentralbanken und von Notenbanken einschätzt. Da gibt es in der Wirtschaftswissenschaft, so werde ich das wahrnehmen, durchaus breite Debatte. Also die Nullzinspolitik und so, also das wird nicht von allen gleichermaßen positiv gesehen. Und die zweite gemeinwohlorientierte Frage, die ich stelle, ist, welches gesellschaftliche Problem hat, ich nenne jetzt eine Blockchain-Applikation, nämlich Bitcoin, gelöst? Wenn ich Drogendealer bin oder Erpresser, finde ich das wunderbar, dass ich Geld kassieren kann, ohne dass es nachvollziehbar ist. Oder Waffen kaufen, Drogen übers Darknet. Dafür ist Blockchain wirklich toll und dafür ist Bitcoin toll. Also wenn der russische Hacker, der meinen Computer zugesperrt hat, den kann ich über Bitcoin bezahlen und das Bundeskriminalamt wird nie wissen, wer das war, und die Bitcoin kann ich dann in reales Geld tauschen. Wenn ich das unter einer Gemeinwohlperspektive sehe, eigentlich, das sage ich jetzt vielleicht zum Abschluss späte Stunde, ein wenig polemisch und nicht ganz sozusagen mit der nötigen akademischen Distanz, das eigentliche Problem, das Bitcoin gelöst hat, abgesehen von der Spekulation, ist das Problem von eigentlich Kriminellen. Nämlich Geldflüsse zu organisieren, die nicht nachvollziehbar sind. Ob das so gemeinwohlfördernd ist, weiß ich nicht. Ich würde es ganz kurz noch ergänzen wollen, weil ich Ihnen stimme völlig zu. Ich finde das eine ganz schön pointierte Formulierung. Die Blockchain kann auch eingesetzt werden, um Fakturierungsketten und Lieferketten zu kontrollieren. Das wäre vielleicht ein Gemeinwohl. Ja. Aber es zeigt eigentlich nur, dass wir, glaube ich, die Technologie dieser Reduktion ganz aufpassen müssen. Wie völlig unterschiedlich sie sein können. Ich würde noch einmal sagen, auch die Blockchain-Technologie ist eine Irritation der nationalstaatlichen Souveränität, weil die narzisstische Kränkung der Zentralbank, dass es Währungen gibt, die sie nicht mehr kontrollieren können, ist in allen Wortmeldungen spürbar. Da schwingt auch diese narzisstische Kränkung mit, nicht mehr wir bestimmen über das Geld, sondern irgendjemand irgendwo. Und der zweite Punkt ist, ich glaube schon, dass diese Irritation oder das, was ich versucht habe zu skizzieren, diese Governance-Herausforderung, das heißt, welche gesellschaftlichen Arrangements finden wir, um damit umzugehen, um quasi die positiven Effekte mitzunehmen, aber die negativen auszuschließen, das werden wir uns auch in der Rechtswissenschaft, glaube ich, noch vornehmen müssen. Technisch möchte ich dazu nur ergänzen, es ist technisch möchte ich dazu nur ergänzen, aus Umweltschutzgründen ist es furchtbar, weil der Stromverbrauch des Minings von Blockchains zurzeit ungefähr so viel ist, wie der gesamte Staat Italien braucht, in der Größenordnung. Wahnsinn. Also von dieser Warte ist es schon zu überdenken, wo man das überall einsetzt und wo es vielleicht wirklich Sinn macht, das zu tun. Ja, vielen Dank für diese Ergänzung noch. Ich muss dazu sagen, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde über unserem Zeitlimit und ich sehe schon eine allgemeine Ermüdung. Ich denke, wir können den heutigen Abend abschließen. Ich bedanke mich bei allen Podiumsgästen, bei den Diskutierenden für die Teilnahme dieser Veranstaltung und möchte Sie jetzt alle noch einladen zum Buffet unten. Vorher aber noch ganz kurz, es gibt einen guten Geist, der die ganze Verwaltungsarbeit für diese Veranstaltung geleistet hat. Das war nämlich der Herr Magister Georg Brunner, der auch das Buffet natürlich unten organisiert. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz groß bedanken.